Beginnen wir mit der Ausschusssitzung. Die 19. Ausschusssitzung des Ausschusses für Kultur und Medien. Die Sitzung ist öffentlich. Sie sehen die beiden netten Herren hinter der Kamera für Ton und Bild zuständig, nehme ich an. Herzlich willkommen hier. Die Sitzung wird aufgezeichnet und am Donnerstag ins Netz gestellt. Wie immer bleibt sie dann dauerhaft in der Mediathek. Das heißt, sowohl Sie als auch alle anderen können das dann dauerhaft sehen und sie ist abrufbar. Wir haben Frau Bär schon gehört, die sich online zugeschaltet hat. Gibt es weitere? Genau, hallo Frau Bär. Gibt es weitere Mitglieder des Ausschusses, die sich noch zugeschaltet haben? Nö, dann nur Sie, aber herzlich willkommen über das Online-Format hier. Wir haben bei der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen einen Wechsel. Der Abgeordnete Erhard Grundl ist nur für heute ausgetreten. Eingetreten ist die Frau Abgeordnete, der Herr Abgeordnete, Entschuldigung, ich habe hier nur Abgeordneter gelesen, Herr Abgeordneter Taher Saleh. Herzlich willkommen im Ausschuss. Sie sind damit natürlich rede- und stimmberechtigt, obwohl wir heute gar nicht abstimmen, aber reden dürfen Sie. Vorneweg die Abstimmung, Sie haben recht. Ich habe jetzt bloß die beiden großen Tagesordnungspunkte im Kopf gehabt. Wir haben eine sehr begrenzte Sitzungszeit, die limitiert vorne und hinten quasi worden ist. Das Sekretariat achtet darauf, was im Plenum passiert und wahrscheinlich ca. 15:55 oder wenn wir uns darauf verlassen können, dass das Plenum wie immer etwas hinkt, vielleicht dann 16:05 oder 16:10 Uhr geht es dann für uns alle zur Debatte zum Kampf gegen Antisemitismus, die aufgesetzt ist. Und einige Mitglieder des Ausschusses werden dort auch reden. Die werden vermutlich schon etwas früher gehen. Das ist dann, damit man da irgendwie in Ruhe auch ankommt. Die Sitzung besteht aus drei Teilen. Wir beginnen zuerst mit den Tagesordnungspunkten ohne Debatte. Das sind die Beschlüsse dann. Und dann haben wir das Gespräch mit Frau Zupke, der Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag, die auch von uns gewählt worden ist in der letzten Legislatur im Bundestag. Und danach haben wir die Machbarkeitsstudie der Robert-Havemann-Gesellschaft, die erarbeitet haben im Auftrag zu einem Forum Opposition und Widerstand. So, dann kommen wir zu den Beschlüssen ohne Aussprache, die auf der Tagesordnung sind. Das ist der Tagesordnungspunkt 3, Unterrichtung durch die Bundesregierung, Realisierungsvorschlag zur Errichtung eines Dokumentationszentrums Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa. Und da beschließen wir die Durchführung einer Anhörung. Die Anhörung, das wissen die Ausschussmitglieder, wird am 28.11. stattfinden. Dafür bitte ich um das Handzeichen. Zustimmung bei AfD, FDP, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Die Linke, damit einstimmig beschlossen. Dann haben wir den Tagesordnungspunkt 4 vorab, auch ohne Aussprache. Der Antrag der AfD-Fraktion, Meinungsfreiheit schützen, keine Zensur von Telegram in der Drucksache 20/1029. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der AfD, Gegenstimmen bei FDP, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Die Linke, damit abgelehnt. Dann haben wir den Tagesordnungspunkt 5 ohne Aussprache. Antrag der AfD-Fraktion, deutsche Bewerbung für die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele zum nächsten möglichen Termin auf den Weg bringen. In der Drucksache 20/4063. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der AfD, Gegenstimmen bei FDP, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Die Linke, damit abgelehnt. Und dann haben wir mit Tagesordnungspunkt 6 noch ohne Aussprache den Antrag der Fraktion der AfD, Bürgern helfen statt Luftschlösser bauen, Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Energiekrise und Inflation in der Drucksache 20/3538. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der AfD, Gegenstimmen bei FDP, CDU, CSU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke, damit abgelehnt. Dann der Tagesordnungspunkt 7, auch ohne Aussprache, Unterrichtung durch die Bundesregierung, Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit in der Drucksache 19/31840. Wer dem die Zustimmung zur Kenntnis nehmen wir den nun, ich war so im Flusse, also wir können ihm auch zustimmen, aber wir nehmen ihn nur zur Kenntnis. Aber da wir hier doch schon mal den Fall hatten, möchte jemand den nicht zur Kenntnis nehmen? Dann ist er zur Kenntnis genommen. Und eine letzte Kenntnisnahme noch unter Tagesordnungspunkt 8 ohne Aussprache. Die Unterrichtung der Bundesregierung, Bericht des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, 22, Ostdeutschland, ein neuer Blick, in der Drucksache 20/3700. Möchte den jemand nicht zur Kenntnis nehmen? Auch der ist zur Kenntnis genommen. Und damit
sind wir durch die Tagesordnungspunkte, die abgestimmt werden müssen, am Anfang vorab durch. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 1 in den Teilen 1a und 1b. Einmal das Gespräch mit Frau Zupke, Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag, und gleichzeitig auch 1b, die Unterrichtung durch die Bundesbeauftragte, den Jahresbericht 2022, Unterstützung der Opfer der SED-Diktatur, unsere gemeinsame gesamtdeutsche Verantwortung. Als Erste bekommt, ach so, ja, wer ist ansonsten noch da? Neben Frau Zupke Herr Schwiderski, Referent und linke, rechte Hand der Bundesbeauftragten. Dann Herr Dr. Andreas Gürgen, Amtschef bei der BKM. Und die anderen rufe ich beim Tagesordnungspunkt auf, bei dem Sie dran sind. Wir haben das diesmal, das will ich noch erklären, etwas abweichend gemacht, damit wir keinen Wechsel haben und nicht noch mal 10, 15 Minuten verlieren. Sitzt sozusagen unser zweiter Tagesordnungspunkt, die Robert-Havemann-Gesellschaft, mit ihrem Tagesordnungspunkt schon drin. Aber das passt auch alles sehr gut zusammen. Wir haben heute den 9. November und wir haben ja ganz bewusst auch solche Themen heute ausgewählt, die zum Tag passen. Insofern sage ich schon mal herzlich willkommen an Sie und Sie kommen dann beim zweiten Tagesordnungspunkt zum Zuge. Frau Zupke, Sie haben das Wort. Sehr gern. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich will mich auch gar nicht lange mit dem Amt aufhalten, nur kurz noch mal schildern, was mein gesetzlicher Auftrag ist. Das ist im Prinzip ein Vierklang, der auch meine tägliche Arbeit bestimmt, als Ombudsfrau für die Politik, für die Anliegen der SED-Opfer zu wirken, die Beratung der Politik, die Vermittlung des Themas in der Öffentlichkeit und die Zusammenarbeit mit allen Institutionen, die auch mit dieser Thematik befasst sind. Ich habe seit meinem Amtsantritt viele Opferverbände, Beratungsstellen, Landesbeauftragte, Archive, Gedenkstätten und so weiter besucht, aber auch Abgeordnete in ihren Wahlkreisen, womit ich diese Einladung auch gleich noch mal hier verknüpfen möchte. Also wenn jemand eine Wahlkreisveranstaltung plant zu dem Thema, bin ich gerne bereit, auch zu Ihnen zu kommen, vielleicht mit Ihnen gemeinsam eine Gedenkstätte zu besuchen, eine Schulveranstaltung zu machen oder dergleichen. Ich habe vor einem Jahr genau am 9. November dem Bundestag in einem Kurzbericht vorgelegt, was die dringendsten Bedarfe der Opfer der SED-Diktatur sind zurzeit. Und die will ich jetzt stichpunktartig nennen, um dann vielleicht noch Raum für Fragen zu lassen, wo jemand noch genauer etwas wissen will. Und natürlich gehört dazu, dass ich sehr froh darüber bin, dass gerade auch diese Punkte, die ich in meinem ersten Kurzbericht zum 9. November genannt habe, auch in dem Koalitionsvertrag dann aufgegriffen worden sind. Dazu gehören die Überarbeitung der Rehabilitierungsgesetze, Verbesserung der Anerkennung gesundheitlicher Folgeschäden, die Einrichtung eines bundesweiten Härtefallfonds sowie die Überarbeitung des Gedenkstättenkonzeptes. Zum 17. Juni habe ich dem Bundestag den ersten Jahresbericht vorgelegt. Und ein Punkt, der mir hierbei natürlich besonders wichtig ist, der Jahresbericht heißt die Unterstützung der Opfer der SED-Diktatur, eine gesamtdeutsche Verantwortung. Dazu gibt es dann auch verschiedene Aspekte, die ich dazu auch erläutern könnte. Ich war in den letzten Monaten auch in vielen Ausschüssen zu Gast, in dem Rechtsausschuss, im Gesundheitsausschuss, im Petitionsausschuss, im Familienausschuss, im Sportausschuss. Heute bin ich hier, worüber ich auch besonders froh bin, weil ich natürlich auch weiß, dass der Kulturausschuss sehr viel mit meiner Thematik zu tun hat und auch aus dieser Richtung viel getan wurde zur Einrichtung dieses Amtes, welches ich jetzt ausführen darf. Und ich werde mich jetzt eben bei meinen näheren Ausführungen mehr auch auf die Themen näher beziehen, die auch mit dem Kulturausschuss und mit dem heute hier zu tun haben. Und das ist natürlich die Gedenk- und Erinnerungskultur und die Bildung, das sind für die Opfer von besonderer Bedeutung. Und es gibt auch kein Thema mit den Opferverbänden, neben allen anderen Themen, die natürlich so wichtig sind, wie die Rehabilitierungsfragen und Entschädigungsfragen, wie auch die Erinnerungskultur. Also ich will nur mal das Mahnmal für die Opfer des Kommunismus erwähnen, wo ja schon viele Jahre viele Menschen, Frau Budde kann ein Lied davon singen, befasst sind. Und wir hoffen ja, dass wir jetzt dann spätestens nächstes Jahr zum 70. Jahrestag Volksaufstand dort einen Schritt weitergekommen sind. Die Zeichen sehen ja gar nicht so schlecht aus. Also für die Opfer ist eben auch dieses öffentliche Gedenken sehr wichtig, weil es eben auch ihr Schicksal würdigt. Wichtig ist noch bei dem Gedenken und Erinnern auch die Würdigung von Frauen im Widerstand, das Gedenken an das Leid der politischen weiblichen Häftlinge. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen seit meinem ersten Tag im Amt. Ich habe letztes Jahr als meine erste Dienstreise quasi Hoheneck besucht, das berüchtigte Frauenzuchthaus.
Und das ist eben ganz besonders diese Stätte, weil wir eine Gedenkstätte von nationaler Bedeutung für den weiblichen Widerstand, politischen Widerstand in der SED-Diktatur brauchen und auch für den frühen Widerstand gleichzeitig. Warum ist das mit den Frauen so wichtig? Weil es eben nochmal eine spezielle Geschichte erzählt, nämlich die Geschichte auch nochmal der ganzen Familie. Die Frauen sind oft betroffen gewesen von politisch motiviertem Kindesentzug, Zwangsadoption, aber eben es gibt auch noch ein düsteres Kapitel, die Zwangsuntersuchungen und die Versuche in venerologischen Stationen, die jetzt nicht unbedingt in Hoheneck stattgefunden haben, aber auch das gehört zum Gedenken an das Leid der politischen Häftlinge in der SED-Diktatur. Das kommt bis heute eben zu kurz und ich bin natürlich auch sehr froh, dass ich letzte Woche dort mit der Kulturministerin Frau Roth-Hoheneck besucht habe und hoffe, dass jetzt aus Richtung des Bundes dort auch noch stärkere Signale kommen, um das zu unterstützen. Der Bund und Sachsen haben ja in den letzten Jahren dort die Finanzierung übernommen. Das war ein wichtiger Schritt, aber jetzt müssen neue Weichen gestellt werden, auch wenn die Ausstellung einmal fertig ist, dass dann auch die institutionelle Förderung auch durch den Bund dort beginnen kann danach. Und deswegen werbe ich natürlich im Zuge der jetzigen anstehenden Novellierung dafür, dass das Frauenzuchthaus Hoheneck ein Gedenkort von nationaler Bedeutung werden soll. Die Würdigung des frühen Widerstandes, die finde ich deswegen wichtig, weil wir sind natürlich immer sehr so feiertagsorientiert wie heute. Oder also die Friedliche Revolution 89, die ist natürlich total wichtig, aber wir müssen wissen und wir dürfen nicht vergessen, die Friedliche Revolution 1989, die hat uns in die Freiheit geführt. Der Widerstand in den Jahrzehnten davor, der hat ganz oft in die Gefängnisse geführt. Und deswegen möchte ich das stärker auch in der Gesellschaft verankern, dieses Bild, dass alles zusammengehört, dass der frühe Widerstand, angefangen vom Widerstand in der SBZ, über den 17. Juni 1953, über all die Ereignisse dazwischen, schließlich zu 89 geführt werden. Oder wie Gauck mal gesagt hat, also vor der Einheit kam die Freiheit. Und das alles gehört dazu. Und das, glaube ich, muss bei einer Überarbeitung des Gedenkstättenkonzeptes noch eine stärkere Berücksichtigung finden. Und wir können gleichzeitig auch durch diese Arbeit, durch diese Verstärkung dieser Aspekte einem Zerrbild entgegenwirken, nämlich, dass es ja zuerst gut gemeint war mit der DDR, mit der SED-Diktatur und dass es erst sozusagen dann über die Jahre, dass der Sozialismus schlecht geworden ist. Nein, die Diktatur, diese Instrumente, die Repressalien gehörten von Anfang an dazu. Und wenn wir gerade an die frühen Jahre, an die SBZ denken, da wurde der Grundstein gelegt für alles, die Angst, also als Kitt der Diktatur, sage ich immer. Und das muss sozusagen als ein Gesamtkomplex dargestellt werden. Und wenn ich das noch anschließen darf, bevor ich gerne alle Fragen beantworte, möchte ich die Gelegenheit nicht auslassen zu sagen, es gibt ein Konzept für ein Forum für Opposition und Widerstand, dafür gibt es eine Machbarkeitsstudie und ich glaube ganz persönlich, dass so ein Zentrum, was dann auch an moderne Aspekte der Gedenkstättenarbeit die aufgreifen kann, inklusive Digitalisierung, ein guter Ort dafür sein könnte, diese Gedanken auch aufzugreifen und das so darzustellen und gleichzeitig auch ein Instrument dafür sein kann, auch flexibel zu wirken. Wir sehen ja heute, wir haben alle geglaubt, der Krieg mitten in Europa, der kommt nicht wieder. Wir haben ihn aber. Und das auch nochmal so in eine, also dort mit einzubeziehen, eine moderne Gedenkstättenarbeit. Wie wirken Diktaturen? Wie entstehen sie? Und dieser Aspekt, der hat ja nochmal leider ganz neu an Bedeutung gewonnen. Ich glaube, mit meiner Vorstellung habe ich es dann und dann bin ich gerne jetzt offen für Nachfragen. Genau, alles, was wir jetzt an Zeit geschenkt bekommen, die meisten überziehen hier, also insofern herzlichen Dank, ist aber nachher für die konkrete Antwort da. Da danke ich Ihnen sehr herzlich für Frau Zupke. Ich rufe mich jetzt mal als Erste in der Fraktionsrunde auf. Also das Verfahren ist so, dass die Fraktionen als Erstes ihre Stellungnahmen und ihre Fragen abgeben, ihre Fragen formulieren und dass Sie dann Gelegenheit haben, ausführlich zu antworten. Und da haben wir jetzt Zeit bekommen von Ihnen. Das ist wunderbar. Ich werde mich für die SPD-Fraktion dazu äußern und will als Erstes einmal Dank sagen für Ihre Arbeit, weil also ich sehr lange an dem Prozess schon beteiligt bin
und sagen will, dass das in der Tat eine gute Wahl war, die wir getroffen haben, weil sie auch in Person das Thema verkörpern und weil nach meiner Erfahrung das auch tatsächlich so ist und das ist wichtig, wenn man eine Opferbeauftragte ist, dass für sie weder ein Thema zu klein ist, noch eine Biografie zu klein oder zu gering, noch eine Anfrage, sondern alles beantwortet wird, alles aufgenommen wird und auch überlegt wird bei Ihnen und bei Ihrem Team, bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie man das umsetzen kann und auch in neue Regelungen überführen kann und wie man helfen kann. Also vielen Dank auch umgekehrt von meiner Seite für die Arbeit. Die Berichte sind wirklich ausgezeichnet. Vor allen Dingen auch, weil sie tatsächlich mit aufzeigen, was noch zu tun ist. Und diejenigen, die in der Gesetzgebung in der letzten Legislatur mit drin waren und mit beteiligt waren, die wissen, dass wir zwar bei der ordentlichen Gesetzgebung zu den Reha-Gesetzen sehr viel erreicht haben, sehr viel aufgenommen haben, sehr viel konkret beschrieben haben und auch rechtlich wunderbar formuliert haben, aber im Grunde von Anfang an so ein wenig Angst hatten vor der Realität, weil das ein sehr unbekanntes Thema ist, auch für Richterinnen und Richter, für Juristinnen und Juristen. Das ist ja eine große Spezifik. Manch einer kann sich gar nicht vorstellen, wie es in der DDR gewesen ist und dass es so etwas tatsächlich gab, weil sie aus westdeutschen demokratischen Rechtssystemen kommen. Deshalb haben wir ja auch mit den Juristinnen und Juristen zusammen festgelegt, dass über die Zeit der DDR und über das Rechtssystem und über die Diffamierung und über die Repressionen auch unterrichtet wird bei denen, die später in den Rechtsdienst gehen. Aber wir hatten von Anfang an ein wenig Bedenken, dass das von der Formulierung her Richtige in der Praxis sich nachher auch bewahrheitet oder umsetzt. Und genau das haben Sie auch aufgegriffen in Ihrem Bericht. Sie haben uns auch Empfehlungen gegeben, was funktioniert, was nicht funktioniert, was wir bei der erneuten Novelle, die ja in dieser Legislatur ansteht, der Rehabilitierungsgesetze zwingend anders und neu regeln müssen. Und in unseren Gesprächen sind auch schon mal Beispiele gebracht worden. Das ist für Juristen immer toll, weil man ihnen Möglichkeiten aufzeigen kann, wie das denn anders formuliert werden kann, dass es dann nachher auch funktioniert. Also das ist auch wirklich wunderbar. Deshalb ist meine erste Frage an Sie, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte für die neue Novelle der Rehabilitierungsgesetze? Wie könnte man das eine oder andere lösen? Und die zweite, selbst wenn Sie das bei der Beantwortung nicht mehr schaffen, wir sind auch ja dabei, das Stasi-Unterlagenarchiv in das Bundesarchiv zu überführen. Das Gesetz ist beschlossen in der letzten Legislatur. Auch das hat ja viel mit Ihrer Arbeit zu tun. Und auch wenn Sie es heute vielleicht nicht mehr direkt mündlich schaffen, aber dann wäre ich daran interessiert, dass Sie vielleicht uns einen kurzen Bericht auch als Ausschuss dafür zukommen lassen. Das werden wir demnächst irgendwann auch wieder aufsetzen müssen auf die Tagesordnung. Und da würde mir Ihre Einschätzung, würde mich da interessieren. Das war meins. Jetzt die CDU-CSU. Frau Schenderlein, bitte. Vielen Dank, Frau Butte. Und auch ich möchte mich ganz herzlich bei Ihrer Tätigkeit bedanken, Frau Zupke. Wir nehmen Sie als unglaublich engagiert wahr und danke Ihnen auch, dass Sie so viel unterwegs sind. Wir hatten ja auch eine gemeinsame Veranstaltung im letzten Jahr in Torgau beim geschlossenen Jugendwerkhof. Das war sehr berührend. Ich habe auch gesehen, wie eben die ehemaligen, ja, wie man sagen, Insassen des Jugendwerkhofs auch dankbar gewesen sind, dass sie so eine konkrete Ansprechpartnerin haben und ja, wie wichtig das ist. Und jetzt waren Sie letztes Wochenende ja auch wieder in Sachsen in Hoheneck. Sie haben es ausgeführt und auch da hoffen wir, dass es vorangeht. Und auch da wäre meine Frage schon einmal an der Stelle, wie Sie jetzt an der Stelle auch so ein Stück weit die kommunale Ebene wahrnehmen, denn ist ja nicht so ganz einfach vor Ort, aber vielleicht so ein bisschen, wenn Sie da noch mal ein bisschen weiter ausführen könnten von Ihrem doch so aktuellen Geschehen, also dass Sie ja dort eben erst letzte Woche vor Ort waren. Grundsätzlich möchte ich aber auch noch hinzufügen, dass wir es bedauern, dass wir nicht vollständig zuständig sind als Kulturausschuss, dass eben die Rechtspolitiker in erster Linie haben. Selbstverständlich müssen sehr viele Dinge aus der Seite auch betrachtet werden. Das ist schon richtig. Aber wir sehen schon eher, dass, wenn man das Thema in Gänze sieht, eben eher auch dieser erinnerungspolitische Auftrag im Vordergrund steht. Das Leid der Opfer der SED-Diktatur ist groß. Es gibt lebenslange Folgen. Und
Es ist eben auch unsere Aufgabe, diese Lücken, die es immer noch gibt, auch nach den Jahrzehnten aufzuzeigen, um sie möglicherweise zu schließen. Zwei Punkte möchte ich da in besonderer Weise ansprechen. Zum einen ist ja auch im Koalitionsvertrag verankert, dass es den Härtefallfonds da auch geben soll für verfolgte SED-Diktatur. Aber mich würde da noch mal jetzt der Beratungsstand jetzt heute nach doch gewisser, wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber es ist ja in der Zwischenzeit etwas Zeit vergangen, interessieren und auch welche konkreten Schritte es hier gibt. Die Opfer warten da schon ja auch sehr genau darauf. Und das andere, das Thema Gesundheitsschäden, wir hatten ja auch darüber gesprochen, als Sie auch in Torgau waren, haben Sie das noch mal auch ausgeführt, dieses Thema Beweislasterleichterung. Hier wäre eben auch noch mal die Frage, ob da möglicherweise eine Änderung in Sicht ist, ob es da eine Entwicklung gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schinderlein für Bündnis 90 Die Grünen. Herr Thaer, Herr Saleh. Frau Vorsitzende, Frau Zupke, ich habe gerade die Einmeldung bekommen, dass Werner Schulz, der DDR-Bürgerrechtler. Lassen Sie uns das bitte am Ende des Tagesordnungspunktes machen. Alles klar, danke. Dann machen wir das so. Aus gutem Grund. Aus gutem Grund. Dann machen wir das so. Ich wollte noch mal auch mich bedanken als Bündnisgrüne Fraktion für Ihre Arbeit, auch für Ihr Engagement diesbezüglich. Sie haben betont, dass es eine gesamtdeutsche Verantwortung ist, dass wir die SED-Diktatur und auch die Unterstützung der Opfer auch in der gesamten Nation auch unterstützen. Mir ist es auch noch mal wie wichtig, den Blick als Nachwendekind auch noch mal zu betonen. Das ist nicht nur eine geschichtliche Perspektive, sondern auch eine Zukunftsperspektive, die wir betrachten müssen. Auch wir stehen in der Verantwortung, den Opfern, das Regime auch weiterhin uns zu solidieren und sie auch zu unterstützen. Ich habe einige Fragen mitgebracht, besonders heute. Am 9. November stellt sich für mich die Frage, wie Sie generell die Arbeit für das DDR-Unrecht und gerade an diesem historischen Datum heute sehen und welche Impulse aus Ihrer Sicht nötig sind und welche Impulse auch benötigt werden, dass wir diesen Tag, wie Sie es auch in Ihrem Eingangsstatement bereits erläutert haben, noch mal sichtbarer machen und noch mal öffentlicher auch gestalten. Eine andere Frage geht eher in Richtung der Erinnerungskulturen und den Erinnerungsstätten. Ich meine, wir laufen hier als Bundestagsabgeordnete fast tagtäglich an dem Weißen Kreuz vorbei, an der Spree. Und daher kommt die Frage, was nach Ihrer Meinung nach noch fehlt an den bisherigen Mahnmalen und den bisherigen Erinnerungsstätten, Museum etc. und welche Ideen Sie vielleicht vielversprechend und unterstützenswert finden. Die letzte Frage, die geht eher in Richtung der Künstlerinnen und Künstler, vor allem natürlich auch hier als Kultusausschuss. Welche Bedarfe sollten nach Ihrer Einschätzung nach KünstlerInnen und Kulturschaffende auch bekommen, vor allem die in der DDR-Regime, in der DDR-Diktatur aktiv waren und gegebenenfalls auch Opfer vom SED-Unrecht auch waren? Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Für die AfD, Herr Frömming, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Frau Bundesbeauftragte, ich muss gestehen, dass unsere Fraktion zunächst, als es darum ging, ihr Amt zu schaffen, etwas skeptisch war. Und zwar, weil es verbunden war auch mit einer Abwicklung oder positiv ausgedrückt Überführung der Stasi-Unterlagen in das Bundesarchiv. Durch Ihre Arbeit haben Sie diese anfängliche Skepsis, zumindest was Ihr Amt anbelangt, zerstreut und uns erreichen auch viele positive Berichte aus den Opferverbänden. Also insofern vielen Dank auch von unserer Seite für Ihre Arbeit. Ich habe drei konkrete Fragen und möchte gleich auch anknüpfen beim Thema Stasi-Unterlagen. Können Sie uns dazu vielleicht noch etwas Näheres Aktuelles mitteilen? Wie ist der Prozessstand derzeit des Umzuges? Und gibt es vielleicht auch neue Entwicklungen
bei dem Dauerbrenner Wiederherstellung der zerrissenen Stasi-Unterlagen. Da gab es ja ein vielversprechendes Projekt des Fraunhofer-Instituts, das dann leider zum Erliegen gekommen ist. Die zweite Frage hängt auch mit den Unterlagen zusammen. Stichwort Transparenz über die Biografien der Abgeordneten. Da schreiben Sie in Ihrem Bericht, Sie hätten geworben im Wahlprüfungsausschuss, dass sich also Abgeordnete des Bundestages dieser Überprüfung stellen. Da wollte ich fragen, inwieweit war Ihr Werben erfolgreich und können Sie sich vielleicht vorstellen, hier auch eine andere Regelung zu finden, ähnlich wie es sie im Thüringer Landtag gibt, wo ja eine solche Überprüfung nicht im freiwilligen Ermessen der Abgeordneten liegt. Und die dritte Frage schließlich betrifft ein Thema, das uns auch hier im Ausschuss schon mehrfach beschäftigt hat, nämlich der Stand der Vorbereitung und der Umsetzung des Mahnmals für die Opfer des Kommunismus. Das ist ja auch ein Thema, das quasi in Ihren Bereich gehört. Hier haben wir ja mehrere Beschlüsse des Bundestages gehabt. Allerdings muss ich zugeben, dass sich bei mir der Eindruck verfestigt, dass es aus welchen Gründen auch immer hier nicht richtig vorangeht. Wir haben die Riesendebatte um den Standort gehabt. Hier gab es klare Empfehlungen auch aus diesem Ausschuss, auf die auch verwiesen wurde dann bei Bundestagsbeschlüssen. Aber das Ganze hakt irgendwie. Sind Sie da auch involviert? Können Sie da irgendwie auch helfen, dass wir diese Standortfrage lösen und dass wir vielleicht dann zum 70. Jahrestag, der kurz bevorsteht, 17. Juni 1953, dass wir dann möglicherweise die Grundsteinlegung im nächsten Jahr haben könnten. Soweit meine Fragen. Vielen Dank. Dankeschön. Für die FDP, Herr Hacker, bitte. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Frau Zupke, es war ein längerer Prozess, bis die Entscheidungen getroffen wurden, die dann zur Schaffung des Amtes geführt haben, das Sie jetzt ausführen und dann auch bis die perfekte Person gefunden werden konnte, die wir dann ja auch gemeinsam mit großer Mehrheit wählen konnten. Und nach den Monaten, ist es ja schon länger als ein Jahr her, Ihrer Amtsführung, kann ich nur sagen, es hat sich bestätigt, dass wir die beste Person für dieses Amt gefunden haben. Herzlichen Dank für die Art und Weise, wie Sie das Amt ausführen, mit der notwendigen Hartnäckigkeit, aber vor allem auch mit der notwendigen herzlichen Wärme und Offenheit, denn es geht um die Opfer eines Unrechtsregimes. Und wie Sie in den einleitenden Statements ja schon waren, es geht nicht um einen besonderen Tag der Erinnerung. Heute ist so ein besonderer Tag der Erinnerung, aber das Ergebnis hatte Menschen, Frauen und Männer, die gelitten haben darunter, dass sie sich für die Freiheit, für ihre Freiheit eingesetzt haben. Und dass wir das nie vergessen, auch dafür herzlichen Dank, gerade auch natürlich mit den Impulsen, die Sie uns jetzt wieder mit neu auf den Weg gegeben haben in der Überarbeitung des Gedenkstättenkonzepts, natürlich auch mit dem Untertitel Ihres Jahresberichtes, dass es hier um eine gesamtdeutsche Verantwortung geht. Wir sprechen hier nicht über ein Thema, das lediglich die neuen Bundesländer betrifft, sondern es ist gesamtdeutsche Verantwortung für das, was passierte und was den Menschen angetan wurde. Und wenn die Frau Schenderlein nach den Erleichterungen für die Opfer spricht, also Beweisumlast beispielsweise, dann ist das genau das, was wir schuldig sind. Vielleicht gar nicht mal mehr so, wie gerade angeregt wurde, die Lebensläufe zu überprüfen, allein durch den Zeitablauf. Und Menschen, die in jungen Jahren sind, sind im Deutschen Bundestag Großteil der Mitglieder sowieso nicht mehr in der Lage gewesen, hier Belastungen zu haben. Also ich glaube, da müssen wir schon die richtigen Impulse setzen und das Richtige erkennen. Meine Frage, wie schaffen wir es denn, dass wir die gesamtdeutsche Verantwortung auch sichtbar machen? Wie schaffen wir es, dass wir die Themen in allen Bundesländern so unterbringen? Und eine zweite Frage, die ich hatte, wie ist denn die Zusammenarbeit mit den Opferverbänden? Wir haben ja sehr bewusst heute auch zwei Themen auf die Tagesordnung gesetzt, die zueinander gehören. Die Frage haben Sie mir eigentlich schon im Einladungsstatement beantwortet, indem Sie sehr dafür geworben, das Zentrum, das wir dann als nächstes diskutieren, dass es auch in die Umsetzung geht. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, im Einvernehmen, im Gespräch miteinander das Richtige tun und das dann auch möglichst zügig umzusetzen. Danke. Vielen Dank. Für die Linke, Herr Korte, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Frau Zupkau, ich möchte mich namens meiner Fraktion bedanken für den Bericht, den Sie gegeben haben. Wie Sie wissen, war ja meine Fraktion mit dem Beschluss einverstanden. Wir haben den auch unterstützt, insbesondere was die Überführung der Stasi-Unterlagen ins Bundesarchiv angeht. Eben in der Kopplung natürlich auch mit der Arbeit, die Sie tun. Und da will ich mich schon, ich habe den Bericht also vollständig gelesen, mich zunächst mal bedanken, dass Sie das mit einem, wie ich finde, sehr überschaubaren Team hier geleistet haben. Also das finde ich schon wirklich gut. Also dafür will ich mich bedanken und meine Anerkennung wirklich aussprechen. Ich hätte drei ganz konkrete Fragen. In Ihrem Bericht schreiben Sie, dass die Stasi-Unterlagen, das Stasi-Unterlagenarchiv auch als Quelle sozusagen zur Erforschung und Abgleichung auch mit der Lebensrealität des DDR-Alltags genutzt werden soll. Da schreiben Sie wörtlich die Erweiterung der Zweckbindung. Vielleicht könnten Sie das noch ein bisschen konkretisieren. Was heißt das eigentlich genau? In welche Richtung würden Sie da hingehen? Weil das finde ich schon eine wirklich spannende Frage. Die zweite Frage, die sich hätte, das haben Sie in einem Interview, ich glaube in der Welt, war das im Juni noch mal angesprochen. Und das ist, wie ich finde, ja nun wirklich ein Skandal ersten Ranges. Es sind ja fast 40.000 Betroffene, wenn ich das richtig sehe, von der Zwangsarbeit in DDR-Gefängnissen betroffen gewesen. Und ich glaube, der letzte Stand ist, dass bis jetzt lediglich IKEA das überhaupt erst mal anerkannt hat, dass es Unrecht gewesen ist und überhaupt bereit gewesen ist, auch etwas zu zahlen. Und da würde mich noch mal interessieren, gibt es da eigentlich eine neue Bewegung? Das waren ja vor allem die westdeutschen großen Kaufhaus-Traditionsunternehmen, also Aldi, Karstadt etc. etc. Inwieweit es dort eigentlich, gibt es dort irgendeine Bewegung? Oder die zweite Frage, ich glaube, dem ist nicht so, ist also eher eine rhetorische Frage, aber vielleicht haben Sie mehr Erkenntnisse. Was würden Sie sagen, was könnte in dem Falle die Politik der Bundes und die Abgeordneten in diese Richtung tun, weil das ist, finde ich, eine wirklich absolute Leerstelle und wie ich finde auch nach wie vor unfassbar. Das wären zunächst meine zwei Fragen. Vielen Dank. So, vielen Dank, Frau Zupke. Okay. Sie haben ausreichend Zeit. Das ist selten in diesem Ausschuss so. Ja, also ich würde, einige Sachen doppeln sich ja. Wenn halt irgendwas fehlt, einfach nochmal nachfragen. Ich würde jetzt gerne beginnen mit den konkreten Nachfragen zu dem Schließen der Gerechtigkeitslücken, soziale Lage der Opfer. Und Gesundheitsschäden kamen öfter. Und das ist mir persönlich auch besonders wichtig. Und deswegen würde ich gerne, dass auch einige Fragen mit abdeckt, damit beginnen. Also wir haben ja die Situation, viele von Ihnen haben das gehört, haben das gelesen. Das ist natürlich ein ganz dickes Brett in der Politik, dass 9 von 10 Betroffenen bei der Anerkennung ihrer verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden scheitern. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Menschen, die im Jugendwerkhof gesessen haben, in Haft gesessen haben, von starker Zersetzung betroffen gewesen sind, in einer Diktatur natürlich nicht aus dem Gefängnis oder dem Jugendwerkhof gewandert sind, bei vollständiger Gesundheit und wieder auf ihren alten Lebensweg zurückgekehrt sind. Die Menschen haben dort unter unwürdigen, unmenschlichen Bedingungen gelebt. Viele Menschen haben eine posttraumatische Belastungsstörung, haben körperliche Erkrankungen und andere psychische Belastungen. Und dass die Problematik besteht darin, dass es jetzt noch so ist, dass die Betroffenen es nachweisen müssen, dass ihre heutige Erkrankung von einer damaligen Repression kommt. Und das ist nach Jahren und Jahrzehnten oft sehr, sehr schwer oder gar unmöglich, gerade wenn man vielleicht auch der Sache mit Unwillen von der anderen Seite begegnet. Und so liest man Sachen in den Bescheiden zum Beispiel, aus den Haftakten ist nicht zu erkennen, dass ihre heutige Gesundheitsschaden aus der Haft kommen könnte. Also weil einfach nicht drinsteht, sie sind nicht traumatisiert, sind sie nicht traumatisiert. Das ist jetzt wirklich Zitat, gibt es wirklich. Ne? Und warum, jetzt kann man natürlich auch fragen, warum machen die Leute das jetzt erst? Dazu muss man zwei Sachen sagen. Einmal, die Verfahren dauern oft 8, 10, 12 oder noch mehr Jahre. Das sind zermürbende Verfahren für die Menschen, wo sie auch retraumatisiert werden, gedemütigt werden, insofern, dass sie begutachtet werden, Gegengutachten, Glaubwürdigkeitsgutachten. Viele geben auf, andere beginnen erst gar nicht. Und für viele ist es so, dass sie diese Zeiten, dass sie über die auch erst nach Jahren oder mittlerweile nach Jahrzehnten sprechen können und erst sich jetzt beginnen auch mit diesem Teil ihrer Biografie auseinanderzusetzen und in dem Zuge sich rehabilitieren lassen und dann auch erst erkennen oder jemand aus der Familie bringt sie darauf. Deswegen ist das immer so, deswegen bist du krank, deswegen, die Berufsbiografien sind durchbrochen. Also es ist eine ganz dramatische Situation, die ja schon seit Jahren, seit
Beginn der Gesetze bemühen sich viele Menschen darum, diese Betroffenen zu unterstützen. Und es hat nichts gebracht, das muss man jetzt konstatieren. Da kann man noch so viel zu den Versorgungsämtern. Das sind die Stellen, die sich zuerst mit dieser Anerkennung der Gesundheitsschäden befassen. Das müssen wir, das muss aufhören, weil die Menschen werden alt, sie sterben. Und das höre ich auch immer. Ich höre diese Schicksale, die mir wirklich zu Herzen gehen. Und es macht mich jedes Mal sehr betroffen. Und das dürfen wir einfach nicht zulassen. Auch schon noch, ich komme gleich zu einem konkreten Lösungsvorschlag, den ich habe. Aber wie ich immer sage, wir sollen nicht zulassen, dass ein Amt in einer Demokratie sich in seinen Entscheidungen auf Sachen bezieht, die in einer Diktatur, in den Gefängnissen oder Jugendwerkhöfen einer Diktatur niedergeschrieben worden sind. Damit meine ich, dass die Menschen, die heute die Akten lesen, oft gar nicht einordnen können, was da steht. Um gleich nochmal auf die Jugendwerkhofsgeschichten dabei einzugehen. Was ist Jugendwerkhof, also Jugendhilfe in der DDR? Man kam in den Jugendwerkhof, unangepasste Jugendliche kamen in den Jugendwerkhof. War keine Zwangsläufigkeit, aber es konnte passieren. Falsche Frisur, falsches Wort, falsche Klamotte. Dann konnte man in die Fänge der Repression und der gelenkten Justiz geraten. Und deswegen ist mein Vorschlag an die Politik, jetzt aufzuhören, zu versuchen, die Gesetze, die gar nicht schlecht sind, richtig umzusetzen. Es hat ja offenbar nicht geklappt. Eine konkrete Regelung habe ich der Politik vorgeschlagen. Analog zu der Soldatenversorgungsregelung für Soldaten, die im Auslandseinsatz waren und die eine Schädigung, eine posttraumatische Belastungsstörung, eine körperliche Erkrankung, was auch immer, davongetragen haben. Das heißt, auf der einen Seite haben wir das schädigende Ereignis, so nenne ich es jetzt mal, auf der anderen Seite haben wir eine bestimmte Erkrankung und dazwischen gibt es nichts mehr. Dazwischen muss der Betroffene nicht mehr nachweisen, dass diese Erkrankung von diesem kommt. Analog zu den SED-Opfern wäre das, diese posttraumatische Belastungsstörung kommt von der Repression. Und da schwebt mir vor, das ist jetzt vielleicht zu dezidiert oder dass es bei 30% Grad der Schädigung als gesetzt gilt. Denn bei 30% Grad der Schädigung beginnen die Leistungen. Und was dann darüber hinauskommt, viele Menschen sind natürlich von viel mehr betroffen. Also manche sind auch, haben auch einen Schädigungsgrad von 70 oder 50 oder eben noch mehr. Und das ist eben, ja, das bei den Gesundheitsschäden steht ja auch im Koalitionsvertrag Verbesserung bei der Beantragung, Anerkennung von Leistungen zu verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Und deswegen werde ich da auf jeden Fall nicht nachlassen. Das ist der eine sehr, sehr wichtige Punkt. Der andere Punkt ist eben der Punkt der Überarbeitung der sogenannten SED-Unrechtsbereinigungsgesetze. Da geht es einerseits um das Schließen von Gerechtigkeitslücken. Zum Beispiel kommen ja auch immer neue Opfergruppen dazu. Wir reden über die Opfer von DDR-Zwangsdoping. Wir reden über Opfer, die in osteuropäischen Ländern inhaftiert wurden aufgrund von Flucht, auch Fluchthelfer. Denn die haben nach unseren jetzigen Rehabilitierungsgesetzen keinen Anspruch auf Entschädigungsleistungen. Das sind jetzt nicht so die Masse von Leuten, aber es gibt eben einige sehr dramatische Fälle, die teilweise auch durch die Medien gegangen sind. Zum Beispiel der eine Lkw-Fahrer aus dem Westen, der 138 Menschen die Freiheit geschenkt hat, indem er seinen Lkw umgebaut hat und diese Menschen dann sozusagen geschmuggelt hat. Dann wurde er erwischt, saß 4 Jahre in tschechischer, damals noch tschechoslowakischer Haft und das war wahrlich kein Zuckerschlecken für ihn. Es war auch also eine sehr schlimme Zeit. Dann gehört dazu natürlich insgesamt die Verbesserung der sozialen Lage der Opfer. Das liegt mir auch sehr am Herzen. Wir wissen durch Studien, einmal in Brandenburg, jetzt aktuell in Berlin, dass die soziale Lage der Opfer des SED-Regimes teilweise sehr prekär ist. Circa die Hälfte der SED-Opfer leben an der Grenze zur Armutsgefährdung. Und das finde ich auch immer sehr beschämend, muss ich sagen. Also es sind Menschen, die in der Diktatur für Freiheit und Selbstbestimmung gekämpft haben. Und ich finde, wir sollten nicht zulassen, dass die so an den Rand geraten. Und dazu habe ich folgende Vorschläge, weil es hängt ja oft mit einer gebrochenen Berufsbiografie zusammen, dass wir die Verfolgungszeiten verkürzen. Dass es nicht mehr 3 Jahre sind, die man verfolgt gewesen sein muss, beruflich, also dass man nicht Abitur machen, nicht studieren, den Beruf nicht ausüben durfte, was auch immer, sondern dass das runtergesetzt wird, dass die Menschen auch vorher schon in den Genuss von Ausgleichsleistungen kommen können. Dann gehört natürlich auch noch dazu die sogenannte
Opferrente. Ich sage so genannt, weil das hören die Opferverbände oft nicht gerne, weil sie das als Almosen empfinden. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, wir müssen die Zuwendung erhöhen deutlich und wir müssen sie dynamisieren. In welcher Form sie dynamisiert werden muss oder könnte, das muss man dann klug überlegen, damit man sich nicht ein Eigentor schießt, weil im Moment mit den Finanzen, das ist ja auch alles nicht so einfach, aber in irgendeiner Form, dass die dann stetig auch angepasst wird. Und ich werbe dafür, dass wir die Bedürftigkeitsgrenzen herabsetzen. Denn jetzt sind die doch so, dass auch ein Mensch, der eigentlich nicht viel verdient, eher im unteren Einkommensbereich liegt, sollte er arbeiten. Also viele Opfer sind ja leider nicht in Arbeit oder sind auch schon viel zu alt dafür, nicht in den Genuss dieser Opferrente kommt. Und das war, glaube ich, das zu den zur sozialen Lage. Haben Sie noch eine Ergänzung, Herr Schwieger? Okay. Und dann hatten Sie gefragt wegen der Überführung des Stasi-Unterlagenarchivs in das Bundesarchiv. Das ist tatsächlich, da könnte man jetzt viel dazu sagen. Es läuft vieles gut, es gibt aber auch vieles, was wir kritisch begleiten müssen. Und da würde ich gerne einfach einen kurzen Bericht dazu schreiben, weil das würde jetzt, glaube ich, zu viel Zeit fressen. Ach so, natürlich. Also ich kann das nur bestätigen. Ich habe ja den Beiratsvorsitz. Das ist wirklich ein komplexes Thema. Ja. Also ich wäre sehr dankbar, wenn das auch so geregelt werden könnte. Und dann können wir das extra auf die Tagesordnung nehmen. Das füllt alleine eine Sitzung. Genau. Genau, was ich noch vergessen habe, danke, ist natürlich, dass die Frage kam dann auch irgendwo und haben wir das auch gleich mit beantwortet, nach dem bundesweiten Härtefallfonds. Das steht ja auch im Koalitionsvertrag. Warum brauchen wir einen bundesweiten Härtefallfonds? Wir brauchen den, weil es bisher nur in einigen ostdeutschen Ländern einen Härtefallfonds gibt. Der ist dafür gedacht, dass Opfer der SED-Diktatur, die rehabilitiert sind, wenn sie sich in einer sozialen Notlage befinden, eben dort einen Antrag stellen können, um eine Hilfe zu erhalten. Das kann ein Beitrag zur Mobilität, zum Beispiel ein Fahrrad oder ein E-Bike sein. Es kann Teilhabe, also über Computer, Telefon, was auch immer. Es kann auch sein, dass jemand einfach im Alter ein besseres Bett braucht, eine andere. Also jedenfalls jemand, der das dann halt nicht aus eigenen Mitteln bewerkstelligen kann, kann einen Antrag stellen, bekommt das. Und wir haben ja die Situation, wir haben Millionen von Menschen, die die DDR den Westen verlassen haben. Und viele der Opfer, sei es nun durch Flucht, durch Freikauf, durch Ausreise, was auch immer, leben einfach im Westen. Und diese Menschen haben keinen Zugang zu irgendeinem Härtefallfonds, weil der nämlich vom heutigen Wohnort abhängt. Und deswegen brauchen wir diesen bundesweiten Härtefallfonds. Und da ist die Lage so, dass bis heute nicht geklärt ist, welches Ministerium jetzt eigentlich zuständig ist für den Härtefallfonds. Ich habe da schon nachgehakt, ich habe ans Bundeskanzleramt geschrieben und habe bisher noch keine Antwort, aber wir sind guter Hoffnung. Und wenn nicht, fragen wir eben noch mal nach. Oder, also wir werden nicht, nein, wir sind hartnäckig und lassen nicht nach. Genau. Waren das ungefähr die bei mir? Gut, okay. Dann Seite 2, das war, genau. Oder ist auch die Reihenfolge egal. Ne? Ja. Gesamtdeutsche Verantwortung, ja, da gehören natürlich auch viele Dinge dazu. Also natürlich der Härtefallfonds zum Beispiel, ne, die gesamte Aufarbeitung ist eine gesamtdeutsche Angelegenheit. Und auch die Wiedergutmachung bei den Opfern der SED-Diktatur ist ebenso eine gesamtdeutsche Aufgabe. Und dazu gehören eben auch Sachen wie, dann kam auch die Zwangsarbeit. Ich füge das jetzt mal hier ein. Dann fühlen sich auch die beantwortet, die danach auch nochmal explizit gefragt haben. Die Zwangsarbeit, die in den Gefängnissen und auch in den Jugendwerkhöfen der DDR durchgeführt wurde, die davon profitierten ganz häufig westdeutsche Firmen. Und IKEA wurde angesprochen, richtig, IKEA ist der Leuchtturm bei dieser Aufarbeitung. Seit Jahren stehen die bereit, die UKG, also die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, ist da schon lange am Ball und mit denen im Gespräch. Und die sind auch noch dabei, aber erwarten jetzt natürlich auch, dass sich auch deutsche Firmen bewegen. Und da sind wir im Gespräch, wir haben viele Firmen angeschrieben. Es gibt einige positive Signale, es gibt aber auch sehr negative Signale von einem bekannten Handelskonzern. Da muss man gucken. Auch der Bund ist auch gefragt, die Deutsche Bahn zum Beispiel hat auch dort Sachen noch aufzuarbeiten und
müsste sich beteiligen. Da sind wir im Gespräch und werden am, das kann ich doch hier sagen, den Termin, der geht ja eh raus. Nein, die werden Sie bekommen, die jetzt, ja, jetzt demnächst. Haben Sie schon? Okay, dann wissen Sie das ja alle, falls Sie Ihre Post gelesen haben. Ein Fachgespräch zur Zwangsarbeit werden wir am, wie viel November? 24. November hier im Deutschen Bundestag durchführen. Da wird es ein Podium geben zu dem Thema. Da wird der Historiker Tobias Wunschig, der hat ein Buch geschrieben, der hat das erforscht, auch neben anderen Menschen, aber erforscht die Zwangsarbeit in den DDR-Gefängnissen. Und das Buch heißt Knastware für den Klassenfeind. Und das wird, glaube ich, eine ganz gute Veranstaltung. Und wenn ich das noch kurz ergänzen darf an der Stelle, ich bin immer wieder, ja auch, ich habe ja viel Kontakt auch mit einzelnen Opfern. Das ist jetzt nicht mein Auftrag, die zu beraten, das machen andere. Aber natürlich erfahre ich dadurch auch ganz viele Geschichten. Und wenn ich dann diese Geschichten der Zwangsarbeit in den Gefängnissen höre, also dann kann ich das kaum ertragen, dass sich wirklich Firmen auch weigern, sich mit diesem Teil ihrer Geschichte, auch wenn sie in Person nicht verantwortlich sind heute für das, was damals geschehen ist. Aber um wieder auf Hoheneck zu kommen, die Frauen von Hoheneck, die oben Strumpfhosen für westdeutsche Handelsketten über Heißformern ohne jegliche Arbeitsschutzbedingungen herstellen mussten, unter giftigen Dämpfen, Verbrennungen, ohne Gesundheitsschutz, also und die Frauen, die dann freigekauft wurden oder irgendwie ja, freigekauft wurden im Westen, die dann durch die Kaufhäuser eben diese Ware wiedergesehen haben. Und gesamtdeutsche Verantwortung heißt für mich auch, dass damals in den 80er Jahren, es war ja medial, gut, es war jetzt wahrscheinlich nicht wochenlang in den Medien, aber ich weiß, dass es in den Medien in Westdeutschland vorgekommen ist und dass es keinen Aufschrei in der Bevölkerung oder in der Politik gab und dass es auch keinen Aufschrei in der Kundschaft gab. Und deswegen finde ich, also dass auch, dass alle auch mehr davon erfahren sollten und die Firmen sich dazu verhalten sollten, die sich damals auch, wenn auch nicht in Person, mit der Diktatur eingelassen haben. Das vielleicht zu, Sie hatten natürlich zu Gesamtdeutsch gehört natürlich auch dieses Weitertragen der Erfahrungen in die Gesellschaft, viel breiter, viel gezielter. Gezielt heißt für mich über Bildung zum Beispiel, nicht nur in den Schulen, das ist total wichtig, gerade auch um die Brücken in die nächsten Generationen zu schlagen, aber auch einfach dieses Bewusstsein auch, also was ist Diktatur? Die Schüler, ich war ja jahrelang auch als Zeitzeugin an Schulen, wissen oft eben gar nicht, manchmal gar nicht, was ist DDR, schon gar nicht mal. Und dass natürlich auch Berufsgruppen, also auch die universitäre oder eine normale Ausbildung, alle, die mit Menschen zu tun haben, ob das Polizei ist, ob das Ärzte sind, ob das Behörden sind, ob das Ämter sind und so weiter, da muss man auch, das muss man auch dort organisieren, dass die in irgendeiner Form dort auch geschult werden zu SED-Unrecht. Ja. Mahnmal des Kommunisten kam auch mehrmals. Ja. Genau, dazu hatte ich schon ein bisschen was gesagt. Also ich war auch, muss ich sagen, ziemlich verwirrt, als ich dann letztes Jahr ins Amt kam, gehört habe, wie lange dieser Prozess schon lief mit dem Mahnmal. Aber ich will mich gar nicht so sehr mit der Vergangenheit jetzt aufhalten, weil lieber nach vorne gucken, verschwendet zu viel Zeit, ist ärgerlich gewesen. Aber ich habe jetzt mitbekommen, ich bin jetzt auch mit einbezogen in diesen Prozess. Es gibt ja den Beirat für, es gibt jedenfalls eine Gruppe, die sich schon lange damit beschäftigt, da gehört ja Frau Budde auch dazu. Das gab so eine Arbeitsgruppe, die das Konzept erarbeitet hat und die haben sich damit auch mit den Standorten beschäftigt. Und die Standortfrage, die war jetzt nochmal, die ist nochmal sehr hochgekocht worden und jetzt sind wir mit BKM in einer guten, im guten Einvernehmen und es geht jetzt darum, konkret die gewünschte Standorte hier in der Mitte oder wie sagt man, in Mitte des politischen Berlins, wie man so sagt, zu finden. Und dazu werden wir demnächst auch wieder ein Treffen haben und ich bin sehr guter Hoffnung, dass das jetzt auch was wird, weil das ist auch dringend notwendig und mein Wunsch ist auch, dass wir zum 17. Juni nächsten Jahres da ein deutliches Zeichen setzen können. Zusammenarbeit Opferverbände, ja, das war eine Frage auch, genau. Also die Zusammenarbeit mit den Opferverbänden ist eigentlich von Anfang an sehr gut gelaufen. Mein erster Antrittsbesuch am 17. Juni war die Teilnahme an der Gedenkveranstaltung der VOS, also der Vereinigung Opfer des Stalinismus, letzten Jahres dort zur Gedenkfeier. Danach war ich bei der UKG. Und das waren so meine ersten Antrittsbesuche und eigentlich bin ich sehr intensiv mit den Menschen im Gespräch. Ich muss sie natürlich auch ganz oft enttäuschen,
Also weil natürlich an dieses Amt dann viele, viele Opfer der SED-Diktatur, die durchs Raster gefallen sind zum Beispiel, die aus irgendwelchen Gründen noch viel zu wenig Gerechtigkeit oder Wiedergutmachung erfahren haben, haben natürlich mit der Schaffung so eines Amtes große Hoffnungen verbunden. Das verstehe ich auch, aber die kann ich natürlich gar nicht erfüllen. Aber trotzdem, wir bekommen wirklich bergeweise auch Post von einzelnen Betroffenen und wir beantworten jedes Einzelne auf verschiedene Art und Weisen. Und oft spreche ich natürlich auch mit Menschen, ich telefoniere oder ich lade sie auch mal in mein Amt ein und ich höre mir die Geschichten an und ich sage auch, gut, da kann ich nicht helfen, aber ich kann zuhören. Und mit den Opferverbänden ist es so, es gibt da auch verschiedene Interessensverbände wieder, die manchmal auch vielleicht Forderungen haben, wo ich sage, das glaube ich nicht, dass sich das politisch umsetzen lässt. Dann sage ich das auch und dann aber ist es in Ordnung. Also sie sagen mir dann auch, lieber sie sagen das, oder als dass sie so tun und uns falsche Hoffnung machen. Also von daher sind wir da. Wir arbeiten sehr gut zusammen und sind im regen Austausch. Wo gehe ich denn jetzt weiter? Ja, also Kommuna, ich kann jetzt nur über die Länderebene. Ne? Ja, also ich war ja in Sachsen und da ist ja, also wir haben ja, also wir sind ja auch im Austausch immer und ich finde es einfach immer toll, wenn in den Bundesländern dann so Abgeordnete sind, die sich auch wirklich sehr einsetzen und sehr engagieren und auch mit Betroffenen, wie sie auch mit den Torgauern oder anderen und über Hoheneck sind wir im Gespräch. Das ist jetzt Sachsen natürlich immer sehr intensiv, weil es dort so viele wichtige Gedenkstätten geht. Auch die Dichte der Jugendwerkhöfe ist dort am größten. Ne? Und das muss ich immer, das kann ich gar nicht so verallgemeinern. Mit Sachsen habe ich sehr viel zu tun, finde, das läuft gut. Und jetzt auch mit den Ministerien wahrscheinlich seit Sonnabend besser, würde ich mal sagen. Also ja, man muss mal nach, also wenn ich Sachen habe, schreibe ich die an und meist passiert auch irgendwas. Ich hatte schon verschiedene Vorgänge, auch mal mit Freigabe von Akten oder sowas. Kann noch besser sein, aber wenn es dann, also ich mache das natürlich immer irgendwie am Konkreten und letzten Endes findet man auch immer irgendwie zu einer Lösung. Es gibt jetzt noch ein paar Projekte, die noch so in der Pipeline sind, so konkrete Sachen wie zum Beispiel mit der Sporthochschule Leipzig oder so. Aber da muss man dann gucken, muss man immer so Stück für Stück gucken, wie weit man da kommt. Und so kann man immer nur im Einzelfall beantworten. Herr Korte war noch etwas offen. Ja. Ich hatte noch die Frage gestellt, was Sie in dem Bericht meinen mit der Erweiterung der Zweckbindung. So, wenn es um die Unterlagen, ja, Alltagserfahrung etc. Ja, geht. Genau, also bisher ist ja die Stasi-Unterlagen sind ja vor allem da, um eben ja auf Antrag eben die eigene Stasi-Akte zu erforschen. Oder Forscher greifen darauf zurück, aber immer unter dem Blickwinkel Stasi, Stasi, Stasi. Die DDR war mehr als Stasi, die DDR war mehr als Haft, als Jugendwerkhof. DNA der Diktatur ging durch die ganze Gesellschaft. Und insofern, glaube ich, muss man noch viel mehr auch den Alltag erforschen und dann auch gucken, was geben die Stasi-Akten, geben ja viel mehr Auskunft als nur über diese einzelnen Vorgänge. Und ich glaube, es wäre wichtig, auch gerade für die Vermittlung dann in die Gesellschaft, was bedeutet Diktatur, wie war das in der DDR, dass man die dafür noch breiter nutzen müsste. Bei Ihnen fehlt noch was? Ja, ich wollte noch daran erinnern, da war noch die Frage nach der Transparenz der Biografien von Bundestagsabgeordneten. Genau. Ja, Überprüfung Bundestagsabgeordneter. Ja. Ja, ich meine, ich setze da wirklich auf Freiwilligkeit. Also ich bin da dran bisher. Ich kenne die aktuellen Zahlen ehrlich gesagt nicht. Können wir noch mal nachliefern, wenn wir da was haben? Machen wir gerne. Also kann ich jetzt nicht so direkt Auskunft geben, ob es da einen Stand gibt, wie viele das oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber würden wir uns noch mal bei Ihnen melden. Vielen Dank. Der Blick bei den KünstlerInnen und den Kulturschaffenden. Ja, stimmt, das war auch noch eine Frage. Also gut, aus meiner Perspektive, ja, Opfer der SED-Diktatur, gab es natürlich viele Künstler und Künstlerinnen, die verfolgt wurden, die dann ausgereist sind oder rausgeschmissen wurden oder wie auch immer. Und da ist einerseits natürlich, wenn sie konkret betroffen waren, verfolgt, dann natürlich sollen sie alle Unterstützung erhalten, die auch andere erhalten können. Und ansonsten würde ich mich immer dafür einsetzen, dass man da auch vielleicht hier ein besonderes Augenmerk noch drauflegt. Zum Beispiel habe ich jetzt den, ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von Ihnen Gino Kuhn, das ist auch ein ehemaliger Häftling, der auch in Hohenschönhausen dort sein Büro hat. Oder, also, er macht jedenfalls
Künstler malt Bilder. Manche sind etwas düster, aber es ist also ein ganz netter Mensch. Also ist irgendwie logisch. Und ich wollte mich jetzt an den, wie heißt denn das im Bundestag, diese Kunstabteilung? Ja. Kunstsammlung. Weil Gino Kuhn wird auch zwei Bilder ausstellen oder mitbringen zu der Veranstaltung zur Zwangsarbeit. Die könnte man sich dann dort auch angucken. Und ich wollte dafür werben, dass die Kunstsammlung auch Bilder von ihm aufkauft, zum Beispiel, so in dem konkreten Fall. So eine ganz allgemeine andere Antwort habe ich jetzt nicht, aber... Okay, vielen Dank. Ich will nur noch informieren zu diesem Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft, zu dem Denkmal. Ich hätte das gerne heute mit auf die Tagesordnung genommen, aber wir sind so frühzeitig vorne und hinten beschnitten worden, weil zumindest nach meiner Information, ich hatte nachgefragt, der BKM gelungen ist, das verhärtete Verhältnis zwischen Berlin und dem Bund aufzubrechen. Das war ja jahrelang das Problem mit dem Standort und es mehrere Begehungen in unterschiedlichen Zusammensetzungen gegeben hat an anderen zentralen Standorten hier und man im Einigungsprozess sozusagen ist, welcher davon machbar und gehbar ist. Das war ja immer das große Problem. Es stand ja nicht das Konzept in Frage, es stand nicht in Frage, dass das gebaut wird, sondern der Standort war das Problem und das war ungelöst bis zum Beginn dieser Legislatur. Und das, nach dem, was ich weiß, ist das gut in die Gänge gekommen. Man hat da irgendwie ein anderes Gesprächsklima gefunden und da sind auch Herr Dombrowski und andere mit beteiligt gewesen dann jetzt. Und das, so wie das soweit fertig ist, würde ich das auch aus eigenem Interesse sehr gerne hier einmal abhaken im Ausschuss, im Sinne, dass wir einen Standort haben und wissen, dass im nächsten Jahr zu dem Tag der Grundstein oder die konzeptendgültige Vorstellung oder was auch immer auf jeden Fall ein Zeichen gesetzt werden kann an dem Standort, wo es hin soll. Und so wie das soweit ist und wir irgendwo wieder mal eine Stunde werden wir dafür auch brauchen, ja, haben, weil da ganz sicher Nachfragen gibt, ich das mit auf die Tagesordnung kriege. BKM hatte das schon angeboten, würde ich versuchen, das auch ohne Beschluss mit auf die Tagesordnung zu nehmen. Gut, dann sage ich vielen Dank, Frau Zupke, dafür. Ich glaube, das war sehr umfassend. Wir freuen uns auch, Sie immer wieder in Abständen, auch zu spezifischen Themen im Ausschuss zu haben und sagen nochmal Dankeschön dafür. Ich würde gerne, bevor ich den Tagesordnungspunkt abschließe, eine Anmerkung noch machen, die ansonsten untypisch ist. Normalerweise machen wir das in dem Ausschuss nicht, aber es war vorhin so quer von der Seite einmal kurz angesprochen worden. Es gab heute Morgen einen Todesfall, Werner Schulz, ein DDR-Bürgerrechtler, der zur Veranstaltung im Schloss Bellevue war, ist auf der Veranstaltung verstorben. Er ist jemand, der mit all den Themen, die wir heute hier behandeln, sehr eng verbunden ist. Und ich weiß, dass das nicht üblich ist, aber ich hoffe, mit Ihrem Einverständnis würde ich sagen, wir erheben uns eine Minute im Gedenken, weil das sehr unmittelbar ist. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich würde dann jetzt den zweiten Tagesordnungspunkt aufrufen zum Thema Forum Opposition. Eieiei, und wieder eine Technik vergessen, weil ich es schon umgeblättert habe. Wir nehmen den Bericht der Opferbeauftragten noch formal zur Kenntnis. Ich nehme an, da hat auch niemand etwas dagegen, dass wir ihn zur Kenntnis nehmen. Vielen Dank. Danke, Frau B. Wir würden dann übergehen zum Tagesordnungspunkt 2, Forum Opposition und Widerstand, Vorstellung einer Machbarkeitsstudie, die durch die Robert-Havemann-Gesellschaft erstellt, begleitet worden ist. Wir haben dazu 4 Gäste hier. Wir haben zum einen Herrn Weißbach als Geschäftsführer, Frau Schröter als Mitarbeiterin und Herr Ebert, den die meisten, glaube ich, schon kennen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Ausschuss, die gleich vortragen werden. Und wir haben Herrn Sello, weil es ja auch ein Berliner Projekt mit ist, als Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur von Berlin mit dort. Und als erstes hat, glaube ich, Herr Weißbach fängt an. Ja, Sie sind schon so in den Startlöchern, darum dachte ich das jetzt. Das Wort, es gibt, glaube ich, eine kurze Präsentation, richtig? Ja. Ja, bitteschön. Verehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Evelyn Zupke,
Vielen Dank erstmal für die Einladung, an diesem denkwürdigen Tag Ihnen die Machbarkeitsstudie für ein Forum Opposition und Widerstand 1945 bis 1990 vorstellen zu dürfen. Bedanken möchte ich mich auch beim Haushaltsausschuss des Bundestages, der die Mittel für die Erarbeitung der Studie bereitgestellt hatte. Ein Forum Opposition und Widerstand, das ist erstmal keine schlechte Idee. Aber brauchen wir ein solches Forum überhaupt? Die Frage stellt sich natürlich auch vor dem gegenwärtigen Hintergrund. Inflation, Krieg in Europa, von einer Spaltung der Gesellschaft ist die Rede. Und in dieser Krisenlage treten wir für die Errichtung eines solchen Forums ein. Ja, weil wir es gerade deshalb für wichtig halten. Denn in dem Forum können wir eine gute Geschichte erzählen, auf die wir stolz sein können, weil sie das Beste ist, was die DDR wider Willen hervorgebracht hat. Nämlich die Geschichte von Opposition und Widerstand gegen eine Diktatur für Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Einheit. Diese Geschichte soll den Menschen Mut machen, auch beim Durchstehen schwerer Zeiten und auch bei der Verteidigung der demokratischen Werte, für die auch damals die mutigen Frauen und Männer eingetreten sind. Ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen, der für die Notwendigkeit des Forums steht. In der Gedenkstättenlandschaft, die ganz überwiegend die Repressionsperspektive vermittelt, bildet das Forum eine wichtige und notwendige Ergänzung. Denn mit dem Forum sollen die mutigen Akteure und Akteurinnen als Gestalter von Opposition und Widerstand im Fokus stehen. So kann dieses Positivum der deutschen und europäischen Geschichte differenziert, gewürdigt und in der Erinnerungskultur verankert werden. Leuchttürme wie das Solidarność-Zentrum in Danzig, das die Bedeutung von Opposition und Widerstand gegen die kommunistische Diktatur verdeutlicht, fehlen bisher in der deutschen Erinnerungslandschaft. Dieses Defizit konstatierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 2019, als er fragte, ich zitiere, wo ist der authentische Ort, der den mutigen Oppositionellen in der DDR gewidmet ist? Zitat Ende. Das Forum Opposition und Widerstand soll diese Leerstelle füllen. Mit dem Forum soll also ein Ort der Würdigung, der Wissensspeicherung, der Information, der Begegnung sowie des öffentlichen Dialogs entstehen. Es widmet sich der vielschichtigen Geschichte von Gegnerschaft in der kommunistischen Diktatur als wesentlichem Teil der deutschen und europäischen Freiheits- und Demokratiegeschichte. Das Forum befasst sich dabei insbesondere mit widerständigen und oppositionellen Handeln in SBZ und DDR und deren Verflechtung mit dem östlichen Europa, aber ebenso auch deren Beziehung in westlicher Richtung und, das ist uns besonders wichtig, als gesamtdeutsche Geschichte. Im Forum und besonders in der Dauerausstellung werden über alle Dekaden Faktoren wie Motive, Risiko, Öffentlichkeit und Wirksamkeit ebenso berücksichtigt und verdeutlicht, wie die verschiedenen Themen und sich verändernden Handlungsspielräume mit ihren Möglichkeiten und Grenzen. Als Standort für das Forum halten wir das historische Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg, dem heutigen Campus für Demokratie, für besonders geeignet. Dieser Ort steht nicht nur für den Kampf des SED-Regimes gegen Opposition und Widerstand. Er ist auch ein Ort der friedlichen Revolution gewesen und heute ein Ort der Aufklärung über kommunistische Diktatur und Widerstand gegen diese. Das auf dem Gelände bereits existierende Stasi-Museum, die Ausstellung Einblicke ins Geheime des Stasi-Unterlagenarchivs und die Open-Air-Dauerausstellung der Habermann-Gesellschaft Revolution und Mauerfall böten den Besuchern und Besucherinnen gemeinsam mit den Ausstellungen des Forums in unmittelbarer Nachbarschaft Einblicke sowohl in die Repressionsgeschichte als auch in die Geschichte des Kampfes gegen eben jede Repression, womit sich die Einrichtungen optimal ergänzen. Zwischen den Einrichtungen, einschließlich der UOKG, besteht bereits jetzt eine gute Zusammenarbeit, die durch das Forum fortgesetzt und vertieft werden kann. Zudem wird eine direkte Kooperation mit dem geplanten Archivzentrum zur SED-Diktatur angestrebt. 2021 formulierten die Koalitionsparteien auf Bundes- und Landesebene das Ziel, dass der Campus für Demokratie weiterentwickelt werden soll. Mit der Errichtung des Forums auf dem Gelände wäre eine nachhaltige Weiterentwicklung gegeben. Das heißt, mit der politischen Entscheidung zur Errichtung des Forums können Sie, meine Damen und Herren, das Fundament legen, damit auch nachfolgende Generationen sich mit der Geschichte von Opposition und Widerstand gegen totalitäre Strukturen auseinandersetzen können. Soweit meine Einleitung. Und ich bitte jetzt Frau. So, hört man mich? Gut.
Ja, vielen Dank auch. Olaf Weißbach hat schon wichtige Punkte gesagt und ich möchte jetzt noch mal ein paar Punkte aufgreifen, wie wir uns das Forum vorstellen und hoffe jetzt, dass die Technik funktioniert. Sie funktioniert. Angefangen mit der Leitidee. Wir wollen informieren und aufklären über die Geschichte von Opposition und Widerstand als deutsche und europäische Freiheits- und Demokratiegeschichte. Wir verstehen es also dezidiert nicht nur als ostdeutsche Geschichte. Wir wollen würdigen das vielfältige Handeln von Oppositionellen und Widerständlern in allen Dekaden und Regionen. Und dem eben auch einen Platz in der Erinnerungskultur und der gesellschaftlichen Wahrnehmung geben. Und wichtig ist uns dabei auch die Pluralität, also die kleinen und großen Erscheinungsformen. Und nicht nur die bekannten Beispiele, sondern auch die unbekannten Beispiele. Wenn eben zum Beispiel in Reaktion auf Prag 68 tschechoslowakische Arbeiterinnen in Sassnitz im Fischkombinat die Arbeit niederlegen. Uns geht es aber auch um den Dialog, ähnlich wie im Solidarność-Zentrum in Danzig. Und wir wollen also die Geschichte von Opposition und Widerstand als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung in und mit der Gegenwart nehmen. Denn das Engagement für Menschenrechte, Frieden, Freiheit und Demokratie ist eben keine Geschichte, die gestern geendet hat, sondern es ist eine Geschichte, die immer wieder vor der eigenen Haustür passiert und in der Welt und in Europa. Denken wir an den Iran, an Belarus oder an die Menschenrechtsorganisation Memorial. Und wir wollen den Dialog anregen und wir wollen motivieren, sich für freiheitliche und demokratische Rechte einzusetzen. Wir wollen aber auch sensibilisieren für die Grundwerte der gegenwärtigen Gesellschaft und der parlamentarischen Demokratie und auch die Unterschiede aufzeigen zwischen dem Aufbegehren gegen die kommunistische Diktatur und dem kritischen Engagement in demokratischen Verhältnissen, wenn heutzutage auf den Straßen allzu leichtfertig das Wort Diktatur in den Mund genommen wird. Das Forum steht auf vier Säulen, darunter die Dialogwerkstatt mit Veranstaltungsformaten, politischer Bildungsarbeit, der Wissensspeicher. Beim Wissensspeicher soll integraler Bestandteil sein, das als nationales Kulturgut eingestufte Archiv der DDR-Opposition der Robert-Habermann-Gesellschaft und einem Forschungskolleg mit einer kleinen eigenen Forschungsgruppe und auch einem Stipendienprogramm. Und eben einem Ausstellungsbereich mit Sonderausstellungen und einer Dauerausstellung. Zur Dauerausstellung möchte ich kurz ein bisschen mehr sagen. Da planen wir unter anderem sogenannte Mitmachinseln. Wir sehen hier das Beispiel Druckwerkstatt. Da können nicht nur Kinder, auch wenn jetzt hier nur Kinder abgebildet sind, sondern auch Erwachsene selber mal Hand anlegen, Setzkästen bestücken, Druckmaschinen bedienen, um eben auch mal zu erfahren, wie aufwendig das eigentlich war, ein Flugblatt zu drucken oder sogar eine illegale Zeitschrift. Und gerade an die jüngere Generation richtet sich eben auch das Angebot, sich zu überlegen, für welche Werte würde ich mich denn heutzutage einsetzen und das eben auch mal zu Papier zu bringen und entweder im Forum aufzuhängen oder prominent aufzuzeigen oder eben mit nach Hause zu nehmen. Beim Aufbau der Dauerausstellung generell haben wir uns gegen eine klassische Chronologie entschieden. Es wird zwar einen Zeitstrahl geben, der immer mitläuft und der zentrale Ereignisse aufgreifen soll. Für uns war aber wichtig, was sind die Themen und Anliegen, die Menschen bewegt haben und die dazu geführt haben, dass sie eben oppositionelle Handlungen vollzogen haben. Und wenn man sich diese Themen anguckt, dann merkt man eigentlich, dass die auch heute noch aktuell sind. Also die politische Teilhabe, die Frage nach der deutschen Einheit, die Freiheitsrechte, die Frage nach Frieden und Militarisierung, soziale Gerechtigkeit und auch Umweltschutz. Und vier Punkte laufen in diesen Themenarmen oder Räumen, wie wir sie auch gerne nennen, immer mit. Das ist den gesamten Zeitraum von 1945 bis 90 in den Blick zu nehmen, die regionale Breite und auch die Verflechtung mit dem östlichen Europa und eben auch die Beziehung zur Bundesrepublik. Ich will das bloß noch mal kurz an ein paar Beispielen deutlich machen. Das bedeutet, dass wir also natürlich die Highlights der friedlichen Revolution, wie hier ganz wichtig, die Leipziger Montagsdemonstrationen aufgreifen. Wichtig ist aber eben, dass wir Opposition und Widerstand als Ganzes verstehen und eben auch die Vielfalt, wie sich Menschen für Freiheit und Demokratie eingesetzt haben. Und das eben seit Beginn der kommunistischen Diktatur. Hier mal das Beispiel Werner Borg, der sich mit seinen Freunden gegen die Scheinwahl 1950 eingesetzt hat. Und einige seiner Freunde sind dafür schließlich auch in Moskau hingerichtet worden. Wir widmen uns natürlich überregionalen Beispielen wie dem 17. Juni, aber eben auch den oft vernachlässigten Beziehungen zur Bundesrepublik.
Seien es frühe Initiativen wie so eine Postkartenaktion des Kuratoriums für ein unteilbares Deutschland oder spätere Unterstützung aus westdeutschen Parteien für die Opposition in der DDR, hier Gerd Bastian, Petra Kelly und Otto Schilly. Und eben auch der Blick in das östliche Europa, also auch die Verflechtung mit den Entwicklungen im östlichen Europa, wenn also zum Beispiel in Reaktion auf Prag 68 es zu oppositionellen Positionierungen in der DDR kommt, hier in Naundorf, aber auch woanders in der DDR, an Häuserwänden, Güterwaggons und auf andere Art und Weise. Bis hin zur Solidarisierung mit der Gewerkschaftsbewegung Solidarność. Hier sehen wir das Fähnchen, was sich Roland Jahn an sein Fahrrad geklemmt hat und damit durch Jena gefahren ist und dafür schließlich auch verhaftet wurde. Das mal bloß ein kurzer, beispielhafter Ritt. Wir wollen an historisch Erreichtes erinnern, wie wir das zum Beispiel zum 25. Jahrestag des Mauerfalls als Habermann-Gesellschaft zusammen mit Kulturprojekte mit der Lichtgrenze gemacht haben. Und wie man sieht, hat das eine sehr breite Resonanz gehabt. Wir wollen aber auch, also diese Themen, die ich erwähnte, das sind Themen, die in allen vier Säulen aufgegriffen werden sollen, weil diese vier Säulen sind eng miteinander verzahnt. Sie prägen und gestalten sich gegenseitig. Also ohne Archiv gibt es keine Forschung, ohne beides keine Ausstellung und schließlich auch kein Dialog. Und wichtig ist es eben uns, an aktuelle Diskurse anzuknüpfen. Der Blick ins heutige östliche Europa verbindet gleich mehrere dieser Themen, die ich da links aufgeführt habe. Und das wollen wir besonders in den vielfältigen Formaten der Dialogwerkstatt thematisieren. Ein jetzt schon erfolgreiches Format ist das sogenannte Campus-Kino, was wir zusammen mit dem Bundesarchiv und inzwischen auch mit dem Berliner Aufarbeitungsbeauftragten einmal im Jahr im Sommer auf dem ehemaligen Stasi-Gelände Campus für Demokratie durchführen. Und wie man sieht, erreicht das ein breites Publikum mit bis zu 800 Besuchern bei einer Veranstaltung. Und dieses Kino belebt dieses Gelände jetzt schon. Um aber das Campus-Konzept als Ort der Demokratiebildung nachhaltig weiterzuentwickeln, sehen wir eben auch das Forum als einen zentralen Baustein. Und damit möchte ich jetzt eigentlich enden. Wir stehen natürlich auch über die Sitzung hinaus noch für vertiefende Gespräche bereit. Ja. Vielen Dank. Dann Tom Sello, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, ich möchte vorweg einen Satz sagen, falls ich ein bisschen neben der Spur wirke, dann bitte ich das zu entschuldigen, weil vor wenigen Stunden Werner Schulz neben mir gestorben ist und das ist dem also geschuldet. Aber zurück zu dem Projekt hier. Ich bedanke mich nicht nur, dass ich hier zu Wort kommen kann, sondern auch bei der Havemann-Gesellschaft für die überzeugende Machbarkeitsstudie, die sie vorgelegt hat für das Forum Opposition und Widerstand. Und ich danke für die Projektvorstellung, die ja doch einige sehr prägnante Punkte vorgetragen hat. Im Prinzip kann ich alle die Argumente, die aufgeführt wurden, vollständig unterschreiben und bekräftigen. Ich will jetzt auch nicht alles wiederholen, sondern möchte mich nur auf zwei Punkte konzentrieren. Das ist einmal der Gegenwartsbezug und einmal die Standortfrage. Bei so einem Projekt, das habe ich inzwischen gelernt, braucht man sich nichts vormachen. Die Entwicklung und Umsetzung, das dauert sehr lange. Also wenn wir davon ausgehen, dass das in 10 Jahren dieses Forum Opposition und Widerstand geben würde, dann wäre das, glaube ich, schon schnell. In 10 Jahren bin ich 75. Also für mich und meine Zeitgenossen ist dieses Projekt nicht gedacht. Für unsere Enkel und für die Urenkel wahrscheinlich noch eher. Also wir wollen einer kommenden Generation ohne eigene Erinnerung etwas über die kommunistische Diktatur und deren Überwindung vermitteln. Es ist also ein Zukunftsprojekt, um was es hier geht. Und was bringt das Projekt mit, dass es zukünftige Generationen anspricht?
Das sind in erster Linie die Akteure. Denn viele, die sich widerständig gegen die Diktatur verhalten haben, die Widerstand geleistet haben, waren selbst Jugendliche. Das kann man durch die ganze Zeit der sowjetischen Besatzungszone und der DDR beobachten. Die Robert-Havemann-Gesellschaft hat da auch eine sehr anschauliche Online-Dokumentation jugendopposition.de erstellt, wo man das sehr gut nachvollziehen kann. Und das Zweite sind die Ziele. Die Ziele der Menschen, die sich gegen die Diktatur gewandt haben, die Widerspruch geleistet haben. Es ging ihnen um Freiheit und Menschenrechte. Ich will mal ein Beispiel nennen. Es ging ihnen immer auch um freie Wahlen. Die Studentenräte in den 40er Jahren haben das gefordert. Als die erste Volkskammerwahl organisiert wurde von der DDR, gab es massive Proteste dagegen, gegen diese Scheinwahlen. Und es war die Forderung von freien Wahlen laut. Die Menschen beim Volksaufstand haben freie Wahlen gefordert. Und das hat sich fortgesetzt über die Jahrzehnte. Und wie wir wissen, war auch die Forderung nach freien Wahlen ein wesentlicher Punkt in der 89er Revolution. Frau Zupke kann das ganz anschaulich schildern. Sie war da beteiligt. Freiheit und Demokratie ist in Diktaturen verbunden mit Hoffnung. Menschen, die in Diktaturen leben, verbinden mit diesen Wünschen, mit diesen Forderungen Hoffnung. In unserer Gesellschaft ist Freiheit und Demokratie verbunden mit Verantwortung. Also alles, was dieses Oppositionsforum mitbringt, das hat in sich heraus mit unserer Gegenwart und unserer Zukunft zu tun. Wenn wir über unsere Grenzen gucken, dann erst recht. Wir durften heute früh bei der Bernauer Straße einen beeindruckenden Auftritt des Wolnikors, des Freiheitskors aus Belarus erleben. Also das war eine berührende Veranstaltung. Das kann man gar nicht schildern, aber das hat den Eindruck, die Aktualität dieses ganzen Themas, dieses Streben nach Freiheit und Demokratie sehr deutlich gemacht. Zum Standort. Von der Robert-Havemann-Gesellschaft wurde der Campus für Demokratie als geeignet benannt und das wurde gut begründet. Ich möchte das bekräftigen. A, wegen der historischen Bedeutung des Ortes. Es ist einer von zweifacher Repressionsgeschichte, Revolutionsort und ein Ort deutscher Demokratiegeschichte. Denn an diesem Ort fand die Auseinandersetzung über den Umgang mit dem Nachlass der Diktatur statt. Es wurde über ein halbes Jahr darum gerungen, dass diese Dokumente erhalten werden. Es gab auch in dieser Zeit noch Vernichtung von Stasi-Unterlagen. Und schließlich im September 90 ging es um die Öffnung der Akten im Zusammenhang mit dem Einigungsvertrag. B, wegen des Potenzials in der Vermittlung. Das will ich gar nicht weiter ausführen. Frau Schröter hat das schon gesagt. Ich verweise noch mal auf das 30-jährige Mauerfalljubiläum, als der Standort bespielt wurde und sein Potenzial deutlich offengelegt hat. C, das Flächenpotenzial. An diesem Ort gibt es Flächen, die sehr gut geeignet sind, um ein Forum Opposition und Widerstand umzusetzen. Die meine Arbeit kennen, wissen, dass ich mich seit Jahren darum bemühe, um die Entwicklung dieses Geländes. Es ist in den Koalitionsverträgen vom Land und vom Bund verankert worden, dieses Gelände zu entwickeln. In Berlin gab es seit der neuen Koalition tatsächlich erkennbare Fortschritte. Eine Immobilienentwicklungsgesellschaft wurde eingesetzt und hat auch da schon erste Erfolge erreicht. Im Bund, ich wiederhole das einfach, was Olaf Weißbach gesagt hat, ich denke, das ist der richtige Ort, um das Forum Opposition und Widerstand umzusetzen.
Danke. Als Erste als Berichterstatterin und will zunächst auch herzlichen Dank sagen für die Vorarbeit und für die Arbeit. Ich habe mir das in mehreren Phasen ja angeguckt und war schon beim noch nicht ganz Fertigstellen der Konzeption begeistert. Also vielen Dank. Und um das auch ganz klar zu sagen, aus unserer Überzeugung heraus brauchen wir ein solches Forum, weil es in der Tat eine gewisse Leerstelle füllt. Also dieses Thema ist zwar überall mal mit angerissen, aber in so komprimierter Form, auch mit der Bedeutung und in der Breite und Vielfalt gibt es das nicht. Es gibt keinen Ort für Opposition und Widerstand. Das liegt auch darin, dass die überall stattgefunden hat, aber dass sie nicht einen solchen authentischen Ort hat wie eine ehemalige Stasi-Zentrale, ein Zuchthaus oder ein Jugendwerkhof oder anderes. Deshalb hat für mich diese Idee, das komplett neu zu denken, unheimlich, also fand ich beeindruckend. Und persönlich finde ich auch, dass das tatsächlich ein neuer Ort sein sollte, weil wir ansonsten ja immer, wir haben immer authentische Orte, in die wir Erinnerungskultur reinbauen, da wo sie sind. Opposition und Widerstand ist etwas, was die einzige Chance birgt aus meiner Sicht, auch neu modern zu denken, auch über einen Neubau mit allen anderen Möglichkeiten, die ansonsten bestehende Gebäude möglicherweise nicht hergeben, ja, neu aufzubauen. Die räumliche Nähe zum Campus finde ich auch richtig. Ich formuliere das deshalb so vorsichtig, weil Standortfragen sind immer schwierig. Wir haben das vorhin mit dem Denkmal für die Opfer kommunistischer Gewalt gesehen. Und der Campus ist ja ein Riesenprojekt, weil dort ja auch das Archiv zusammengezogen wird, das Stasi-Unterlagenarchiv, Archiv der DDR-Akten, das kommt ja auch alles dorthin. Und wir müssen das im Grunde an diesem Ort zusammendenken und nicht in Konkurrenz zueinander. Aber da würde ich dann bei Willy Brandt bleiben. Es wird schon zusammenwachsen, was zusammengehört. Und das liegt dann an uns, dort sozusagen eine architektonische und räumliche Lösung zu finden. Ich finde, von der Sache her habe ich persönlich keine Fragen. Das liegt aber daran, dass ich das wirklich von jeder Seite her kenne und mich extrem gut vorinformiert habe. Und gut informiert fühlte ich. Ich glaube, aus unserer Sicht gibt es einfach die Unterstützung dafür. Ich finde aber das, was Tom Sello gesagt hat, nochmal also sehr wichtig, der Aspekt zu sagen, okay, das dauert ein paar Jahre, stimmt. Und das waren immer junge Leute, ja. Und es ist wieder für junge Leute, ja, für junge Menschen. Das ist wirklich ein guter Aspekt, auch das zu klären. Das sind nicht alte weiße Männer, die da Opposition und Widerstand geleistet haben, sondern es waren zu ihrer Zeit junge Menschen. Auch wenn es heute, wenn wir heute alle ältere Zeitzeugen sind, aber zu der Zeit, wo das passiert ist, waren das junge Menschen, die Freiheit, Demokratie wollten. Und das zu vermitteln, glaube ich, das ist wichtig. Und die auch zum Teil international, zumindest europaweit, mittel- und osteuropaweit, wo die Repressionszonen ja da waren, gearbeitet haben. Also ein interessanter Gedanke. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Dann wäre als Nächstes die CDU-CSU, ja. Frau Schenderlein. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch meinerseits einen herzlichen Dank für den Vortrag und für das Engagement und vor allen Dingen auch für die Erarbeitung der Machbarkeitsstudie. Es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt damit ja auch getan für die Realisierung des Forums. Und wir haben das ja auch in der letzten Legislaturperiode mit unterstützt, dass es diese Machbarkeitsstudie geben soll. Und die Bedeutung haben wir jetzt an verschiedenen Stellen vernommen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass Opposition und Widerstand bislang noch nicht in dem öffentlichen Bewusstsein so stark nach vorne getreten ist. Und soweit unterstützen wir das Projekt in gleicher Weise. Das ist sehr wichtig. Eine Frage an Herrn Sello habe ich zum Thema, wie sind denn jetzt die nächsten Schritte, vor allen Dingen im Hinblick auf die Bauplanung und die Haushaltsplanung, hängt ja auch miteinander zusammen. Wir haben eine Doppelfinanzierung hier. Bund und Land müssen sich da auch abstimmen. Und was wären da also die nächsten notwendigen Schritte? Und meine anderen Fragen, also ich habe durchaus noch welche, auch wenn wir uns auch natürlich hier schon verschiedentlich ausgetauscht haben, aber trotzdem sind ja auch hier Fragen angedacht. Und deshalb aus Ihrer Perspektive, Frau Schröder, Frau Dr. Schröder, die auch hier die Frage nach den nächsten politischen Schritten und Entscheidungen, die jetzt notwendig sind, nachdem nun diese Machbarkeitsstudie ja auch vorliegt, damit eben das Vorhaben auch doch in einem überschaubaren Zeitraum umgesetzt werden kann.
Mich würde auch persönlich sehr interessieren, wie die Zusammenarbeit geplant ist oder schon stattfindet mit den anderen europäischen Nachbarn, die sich ja auch mit den Themen beschäftigen, also vor allen Dingen im Bereich der Forschung und des geplanten Wissensspeichers und Forschungskollegs, ob es angedacht ist, zum Beispiel, dass es Stipendien geben soll oder Ähnliches. Wie können auch Synergien an der Stelle genutzt werden? Also gibt es ja auch vielleicht schon eine Zusammenarbeit mit Akteuren und Einrichtungen im Bereich der Aufarbeitungslandschaft? Oder gibt es, sehen Sie vielleicht auch die Sorge oder die Gefahr, dass es doch auch Doppelstrukturen geben könnte? Oder ist das eben nicht der Fall, weil es doch so vielseitig ist? Und noch eine Frage zum Standort. Wenn wir es noch schaffen. Es gibt ja Ideen, sind ja auch hier sehr gut dargestellt, Neubau oder Bestandsbau. Was hat jeweils Vorteile und Nachteile? Und wie kann es vor allen Dingen in die Campuslandschaft am besten integriert werden? Das war jetzt eine ganze Menge. Vielen Dank. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Herr Taher Saleh. Auch ich danke Ihnen für die Präsentation und den Vortrag. Der Ort des Würdigungs dieses Campus auch bekommen sollen, vor allem auch die Wichtigkeit, dass wir das Wissen auch speichern über Generationen hinweg, empfinde ich als essentiell. Auch, dass es da eine nachhaltige Lösung auch geben kann auf dem Campus, ist mir nochmal wichtig zu betonen. Vor allem auch, dass es wiederum auch hier eine gesamtdeutsche Verantwortung ist und nicht nur aus dem Blick der Ostdeutschen auch zu betrachten ist. Ich habe eine Frage an den Herrn Weisbach. Herr Weisbach, die Robert-Havemann-Gesellschaft sitzt ja aktuell in einem Gebäude auf dem Campus zur Miete, wo sie auch im Keller einen Wasserschaden erlitten haben. Und ich habe auch gelesen, dass ihr Archivmaterial auch gefährdet ist. Vielleicht können Sie uns hier im Ausschuss erläutern, wie die derzeitige Unterbringungssituation der Robert-Havemann-Gesellschaft ist und ob es auch dafür einen zeitlichen Druck gibt, für das Archiv und die Belegschaft möglichst schnell auch eine Lösung zu finden. Oder hat es noch Zeit? Es wäre auch noch mal gut, die Idee zu begrüßen, dass das Forum auf dem Campus für Demokratie in Lichtenberg in Verbindung mit dem Bundesarchiv umzusetzen sei, damit eben auch zivilgesellschaftliche Organisationen, Vereine auf dem Areal der ehemaligen Stasi-Zentrale vor Ort auch sind. Und dass der Bund auch bei einem solchen zentralen Ort der deutschen Geschichte idealerweise auch Mitverantwortung auch übernehmen kann und das Gesamtkonzept auch tragen kann. Ich möchte auch noch mal die Frage in den Raum werfen. Frau Schenderlein hat auch noch mal einige wichtige Fragen ernannt. Wie ist der Stand der Finanzierung und wie die aktuellen Debatten sind, in welchen Schwierigkeiten man sich gerade befindet. Und noch mal zwei Fragen vielleicht an Sie, Herr Tomsello, dass Sie uns hier noch mal einen groben Überblick geben über Ihre Arbeit. Wie viele Anfragen bearbeiten Sie bzw. Ihr Team so im Schnitt pro Monat? Was sind da so für Themen, das auf Ihrem Schreibtisch kommen? Und ob es auch proaktiv ein Zugehen auf potenzielle Opfergruppen auch gibt Ihrerseits? Vielen Dank. Vielen Dank für die AfD. Herr Frömming, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank auch von unserer Seite an die Initiatoren für dieses lobenswerte Projekt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Erinnerung an die Geschichte der SED-Diktatur heutzutage im Schulunterricht insbesondere häufig zu kurz kommt. Die Erinnerung in den Familien ist ja auch nicht in ganz Deutschland gegeben und auch in Bezug auf diesen wichtigen Teil, auf diese Epoche unserer Geschichte, haben wir heute gerade daran erinnert, werden die Zeitzeugen auch weniger. Deshalb ist es umso wichtiger, sich Gedanken zu machen, wie die Erinnerung bewahrt werden kann, allerdings ohne sie museal zu konservieren. Und so habe ich Ihre Initiative auch verstanden. Sie wollen ja durchaus auch eine gewisse
Aktualität oder eine gewisse Lebendigkeit in dieses Projekt hinein bekommen. Dazu gleich noch ein Wort. Die Kosten, da wollte ich auch noch mal nachfragen, sind Sie da nicht etwas zu vorsichtig herangegangen? Rund 30 Millionen sind veranschlagt für den Neubau. Wenn ich daran denke, dass allein die Erweiterung für das Kanzleramt über 600 Millionen kosten soll, wollte ich fragen, ob Sie damit auskommen. Zur Not könnten wir zumindest aus Sicht unserer Fraktion auch auf den Erweiterungsbau des Kanzleramtes verzichten oder ihn kleiner machen, damit der Neubau für die Ausstellung größer werden kann. Stichwort Standort. Hat das Auswirkungen auch auf die Kosten? Wäre es also günstiger, am historischen Ort den Umbau vorzunehmen? Oder auch Umbauten sind ja sehr teuer. Erreichen wir da möglicherweise die gleichen oder sogar noch höhere Kosten im Endeffekt? Und die letzte Frage schließlich, da wollte ich noch mal anknüpfen an das, was vorhin gesagt wurde. Stichwort Bezüge herstellen. Sie haben gesagt, man kann blicken nach Weißrussland beispielsweise und so weiter. Wie stellen Sie sich das denn vor? Soll eher die Geschichte im Mittelpunkt stehen? Oder ist auch gedacht, dass man sozusagen stets die aktiven, lebendigen Bezüge sucht zur Gegenwart? Und wer wahrt denn darüber, welche Bezüge zulässig sind und nicht? Also beispielsweise lese ich in Ihrer Broschüre ja das Zitat von Ossietzky, das Risiko, eine eigene Meinung zu haben. 1988 ein Aufkleber zu DDR-Zeiten, es ging um inhaftierte Schüler. Nach einer Allensbach-Studie letztes Jahr haben zumindest fast die Hälfte der Deutschen auch schon wieder die Auffassung, dass es auch in unserem Land, in unserer Demokratie gefährlich sei, eine eigene Meinung zu äußern, zumindest, dass es gewisse Nachteile gebe, natürlich nicht in vergleichbarer Art. Also halten Sie solche Bezüge generell für zulässig? Sehen Sie da eine gewisse Problematik, dass vielleicht auch, egal in welche Richtung, eine Instrumentalisierung der Geschichte erfolgen könnte? Vielen Dank. Dankeschön. Für die FDP, Herr Hacker, bitte. Ja, lieber Herr Dr. Weißrock, lieber Herr Sello, nachdem ich mich vorhin ja schon als Evelyn Zupke-Fan geoutet habe, kann ich das für das Forum hier auch tun. Aber das wissen Sie ja auch schon, denn vor, ich glaube, 1,5 Jahren ist es mittlerweile schon wieder her, wie die Zeit vergeht, haben Sie mir die Konzepte vorgestellt, haben wir das Gelände uns gemeinsam angeschaut. Und auch wenn wir über die Koalitionsverhandlungen ja immer während des Schweigegelübde abgegeben haben, lieber Dr. Görgen, ich glaube, bei der Weiterentwicklung des Campus der Demokratie haben wir natürlich auch an das Forum gedacht, als wir die entsprechenden Passagen hineingeschrieben haben, weil eben die Erinnerung, aber vor allem das, was damit verbunden ist für unsere eigene Zukunft, so wichtig ist. Und wenn die DDR-Opposition mit ihrem Archiv, das immer wieder auch nicht nur durch Wasserschäden ja bedroht ist, sondern auch Gott sei Dank auch größer wird und eine notwendige Aufbereitung hat, wenn Forschung darüber, also gerade auch über das Archiv, über den Widerstand ausgebaut werden müsste, dann läuft alles zwangsläufig darauf hin, dass wir Sie bei Ihrem Projekt unterstützen. Und wenn Tom Sello sagt, dass die Grundstücksfragen deutlich besser mittlerweile schon laufen, als es vielleicht noch vor etlichen Monaten befürchtet wurde, dann ist auch das ein gutes Zeichen, dass wir als Bundestag unsere Hausaufgaben machen müssen, um zügig auch unsere Beschlüsse zu fassen und dann natürlich auch notwendige Finanzmittel, so sie denn unter dem allgemeinen Finanzierungssystem in ausreichender Maße vorhanden sind. Ich kann ein Neubau an der Stelle, der vorgeschlagen ist, auch befürworten. Deswegen meine Fragen in der letzten Minute. Gibt es Überlegungen, es wurde angesprochen, die Zusammenarbeit mit anderen Ländern, mit anderen Institutionen, Solidarność-Zentrum in Danzig ist das eine, aber gibt es Überlegungen der europäischen Zusammenarbeit, der Einbindung der europäischen Widerstandsgeschichte, wie sind die Möglichkeiten, die wir haben im Bildungsprogramm, auch dafür haben wir schon Beispiele, Online-Medien, digitale Kommunikation mit einzubinden, weil wir natürlich so ein Zentrum, auch das ist schon mehrfach genannt worden, vor allem auch an die
junge Generation, um das Vermitteln unserer Vergangenheit von dem, was passiert ist im Unrechtsstaat. Und jeder, der bei uns in der Bundesrepublik Sorge hat, seine Meinung nicht sagen zu können und deswegen Nachteile zu erleiden, der sollte auch mal nach Hohenschönhausen gehen und sich mit den Zeitzeugen dort unterhalten. Es gibt einen mehr als deutlichen Unterschied, sehr geehrter Herr Dr. Frömming. Dankeschön für die Linke, Herr Korke. Also ich finde die Konzeption sehr gut, insbesondere was die vier, die inhaltlichen Säulen dort angeht, finde ich überzeugend. Damit kann man was anfangen. Die Finanzierung dürfte ja kein Problem sein, wenn der Görgen und Hacker ja also in absoluter Genialität in den Koalitionsverhandlungen alles auf den Weg gebracht haben, dann dürfte das ja relativ unbürokratisch zu machen sein. Da gratuliere ich Ihnen herzlich zu. Was ich gerne noch mal ganz konkret wissen möchte, Sie waren ja vor kurzem mit dem Berliner Kultursenator Klaus Lederer im Solidarno Zentrum gewesen als Vertreter von Ihnen. Ich weiß jetzt nicht, wer. Ach so, okay, alles klar, danke. Da würde mich noch mal ganz konkret interessieren, weil ich habe da mit ihm auch drüber gesprochen, was konkret sozusagen bei dem Ansatz, da kam ja auch letztens, ich glaube, bei Arte eine wirklich relativ beeindruckende Dokumentation noch mal drüber, würden Sie sagen, könnte man dort übernehmen, sozusagen, um nicht alles neu zu erfinden? Das würde mich inhaltlich interessieren. Zweite Frage, was mich interessieren würde, wir hatten ja vor kurzem hier auch die Anhörung zu dem Projekt Transformationszentrum Zukunft Fragen Deutscher Einheit etc. Da würde mich schon noch mal die Abgrenzung interessieren, also ob das zumindest bedacht wird. Also mehr finde ich auch eine Aufgabe natürlich bei BKM und anderen. Aber das würde mich interessieren, inwieweit da Ihre Überlegungen sind und dem ansprechen. Es gibt ja auch das vom BKM geförderte Zeitzeugenbüro, angegliedert über die Bundesstiftung. Ob das nicht Sinn machen würde, gerade bei dem, was Sie eben vorgetragen haben, eine Überlegung wäre, das dort zu integrieren, weil das wird da reinpassen. Also ich bin da nicht so im Detail drin, aber da ich da dort auch mal im Beirat gewesen bin, ist mir das halt eingefallen, ob das, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, eben Kollegin, also dass man dort jetzt nicht irgendwelche Doppelstrukturen macht, sondern wirklich noch mal guckt, wie man sowas integrieren könnte. Was dann dementsprechend natürlich auch eine größere öffentlichkeitswirksame und vielleicht auch gesellschaftliche Relevanz bekommen könnte. Vielen Dank. So, ich habe jetzt mal drauf geguckt. Wir haben ungefähr 20 Minuten. Kriegen Sie das hin, sich selber reinzuteilen in den 20 Minuten Havemann-Gesellschaft und Tom Söllo? Gott, dann wer beginnt? Die Havemann-Gesellschaft. Wer möchte beginnen? Frau Schröter? Gerne. Mikro an. Ja, bitte. Ich würde jetzt einfach mal beginnen und so ein bisschen wild durchgehen und. Ich fange vielleicht mal mit den Stipendien an und der Vernetzung. Also einerseits ist natürlich geplant, gerade im Forschungsbereich eine stetige Vernetzung zu haben mit verschiedenen Institutionen, die sich eben nicht nur mit der deutschen und DDR-Geschichte beschäftigen, sondern eben auch mit der osteuropäischen Geschichte im Speziellen, aber eben auch interdisziplinär insgesamt Demokratisierungsprozesse. Also man muss ja nicht immer nur Historiker fragen, sondern es tut ja auch immer mal ganz gut, Politikwissenschaftler und andere Bereiche zu fragen. Und das zu verbinden. Und bei den Stipendien ist es so, dass wir zwei Programme im Prinzip planen. Also einerseits im Bereich der Dialogwerkstatt, so eher, das richtet sich eher an Künstlerinnen und Künstler, also beziehungsweise auch Aktivisten, die eben für Menschenrechte und Demokratie in ihren Heimatländern eintreten und sich möglicherweise eben im Exil hier befinden, dass die einerseits eine Unterstützung haben, auch ihre Anliegen vorzutragen. Und das ist so geplant, dass es vier Stipendien sein sollen pro Jahr und jeweils 6 Monate, so dass er also im Prinzip auch immer jemand am Forum angegliedert ist. Und genauso ist das beim Forschungskolleg gedacht, dass es dort Stipendien gibt. Und da eben auch angeknüpft wird an einerseits, also man kann an ganz unterschiedliche Sachen schon anknüpfen, aber besonders wichtig ist einerseits das Courage-Netzwerk. Das bedeutet also, dass nicht nur das Forschungskolleg, sondern auch der Wissensspeicher in dem Fall sogar betroffen sind, weil das Courage-Netzwerk ist inzwischen ausgelaufen. Die haben aber eine Online-Datenbank erstellt, wo eben die öffentlichen Sammlungen erfasst sind zur kulturellen Opposition während des Staatssozialismus. Und das ist auf jeden Fall ein guter Fundus und da sollte man auch weiter dran arbeiten und das weiter unterstützen. Und die andere Seite ist das EU-Netzwerk Net for Dissent. Da ist es eine Plattform zur interdisziplinären Forschung zu Widerstand und Dissens.
in ehemaligen sozialistischen Staaten in Europa. Das ist eine sehr große Plattform, wo also nicht nur aus dem östlichen Europa, sondern auch aus westlichen Ländern von ganz verschiedenen Universitäten Forscherinnen und Forscher sich vernetzen, gemeinsam in einem Journal schreiben, gemeinsam Formate finden, auch für aus der Sicht Museumspädagogik, aber eben auch zur Erforschung. Und da gibt es ganz viele zentrale Arbeitsbereiche. Da ist aber eben auch Prag dabei, Vilnius dabei, das Herder-Institut Historische Ost-Mitteleuropa-Forschung in Greifswald ist dabei. Also das ist eine ganz lange Liste. Das mal bloß so als zwei Beispiele, wie das eigentlich gedacht ist, dass man da schon auch zu so einem, dass das Forum eben auch ein Ort ist, wo sich all diese Menschen auch begegnen können. Jetzt habe ich ganz schön lange dazu gesprochen. Ich würde fast... Ja, mach du mal. Genau. Also, es gibt ja diese Kurzfassung und die Langfassung. Ne? So, und da sehen Sie ja drin, dass wir einmal die Machbarkeit, also die Umsetzung eines solchen, dass es machbar ist, in einen Bestandsbau gemacht haben und in einen Neubau. Bei dem Bestandsbau muss man natürlich sagen, wenn Sie da reingucken, der Bestandsbau ist ja billiger als der Neubau. Normalerweise kennt man ja ein unter Denkmal oder Ensemble oder Denkmalschutz stehendes Gebäude. Wenn man da etwas macht, wird das teurer. Das Problem ist aber bei dem Bestandsbau, dass dort das Archivmagazin fehlt. Das lässt sich in dem Gebäude nicht realisieren. Das heißt, der Bestandsbau würde nur Sinn machen, wenn auch das Archivzentrum kommt. Und beim jetzigen Stand war das auch so, dass bei der Planung für das Archivzentrum für die Unterbringung der Habermann-Gesellschaft mitgeplant wurde. Da komme ich nämlich dann auch schon gleich zu der Frage von die Abgeordnete der Linken gestellt hat. Also in der Tat, es gab einen Wassereinbruch. Die Grünen, Entschuldigung. Es gab einen Wassereinbruch. Die Archivalien sind nicht gefährdet, weil wir keine Archivalien im Keller unterbringen. Unsere Archivalien sind auf der zweiten und dritten Etage untergebracht. Dabei muss man natürlich sagen, dass das nicht archivgerecht ist. Da ist es richtig. Demzufolge ist ja sozusagen unser Anspruch seit Jahren, dass neben der seit 2018 geklärten strukturellen Unterfinanzierung, die wurden nämlich beseitigt, weil sich Land und Bund einig waren, die Habermann-Gesellschaft zu 50-50 zu finanzieren. Da war die strukturelle Unterfinanzierung beseitigt. Das einzige Problem, was jetzt noch ist, eine sozusagen dauerhafte Unterbringung, und zwar archivgerechte Unterbringung unseres Archivs. Das Problem ist zweifelsohne, Herr Sello hat es gesagt, also wenn das in 10 Jahren so ein Neubau möglich ist. Ne? Aber 10 Jahre können wir sozusagen an unserem momentanen Standort halten wir nicht durch. Also der ist, wir übernehmen wirklich viel interessante Materialien und wir sind sozusagen voll. Da müssen wir uns natürlich auch bedanken bei der Unterstützung durch das Bundesarchiv, was uns Archivflächen zur Verfügung stellt, und zwar in Frankfurt-Oder. Dort kommen aber keine archivierten Materialien hin, sondern Übernahmen als normales Material, ne, die dort liegen. So, gleichzeitig hatten wir mit dem Immobilienmensch des Stasi-Unterlagensarchiv interessante Gespräche. Und zwar geht es jetzt darum, dass die Renovierung bzw. Ertüchtigung im Haus 7 Nordflügel in der ersten Etage zügig in Angriff genommen werden und eventuell Lösungen für ein Magazin temporär auf dem Hof hinter dem Haus. Also da sind wir mit Herrn Becker im Gespräch. Wenn das natürlich gebaut würde, ist es natürlich auch eine sozusagen eine wirklich gute Lösung für unser Archiv neben den Sachen, die Anja Schröter gesagt hat. Ja, ist richtig. Hier gab es die Frage nach, ob das nicht ein bisschen die Kosten. Ja, wenn Sie sich die Langfassung durchlesen,
ist da sozusagen, sind da Sachen in der Kostenschätzung nicht enthalten, wie zum Beispiel Abriss, Bodensanierung. Also sowas käme da sicherlich alles hinzu, ganz abgesehen davon, dass diese Kostenschätzung, wenn das Bau in 10 Jahren beginnt oder in 5 Jahren, sind die natürlich, billiger wird es nicht. Noch eine hier Bezüge, Nachteile heute. Den Nachteil oder eine freie Meinung zu haben. Also dieses ganze Forum, ne, da ist sozusagen, wird sozusagen nicht Geschichtspolitik vorgeschrieben. Oder da ist jetzt auch sozusagen nichts endgültig in Stein gemeißelt. Es soll sozusagen ein Forum sein des offenen Dialoges, also der gelebter Demokratie und Meinungsfreiheit. Das hat sicherlich auch seine Grenzen. Ne? Aber prinzipiell ist es erstmal so angelegt, dass auch die vielen Aspekte wie diese politische Teilhabe, Umweltschutz und sowas alles, das ist alles im Diskussionsfluss. Wir machen natürlich in der Ausstellung, zeigen wir natürlich Opposition und Widerstand. Und das soll ja natürlich auch eine Würdigung sein. Aber ansonsten ist das ein Forum der Diskussion, des Austausches von Ansichten und Meinungen. Ich gehe mal auf ein paar Fragen ein, die noch nicht beantwortet wurden. Und zwar unter anderem die Kooperation. Das ist einerseits wurde ja die Frage gestellt, die Anja Schröter beantwortet hat, zur europäischen Ebene. Ich will noch mal sagen, wir haben selbstverständlich gleich am Anfang, als wir die Machbarkeitsstudie begonnen haben, haben wir Gespräche geführt, unter anderem eben das hier schon öfter erwähnte Solidarność-Zentrum. Natürlich auch mit dem Bundesarchiv haben wir jetzt schon Kooperationsvereinbarungen. Wir haben auch eine Kooperationsvereinbarung, das mag sich jetzt ein bisschen komisch anhören, aber zum Beispiel auch mit dem Bundesnachrichtendienst. Wir haben eine Kooperationsvereinbarung mit dem Museum für Verkehr und Technik, weil dort natürlich diverse Devotionalien sind, die für uns sehr interessant sind. Natürlich auch in der Aufarbeitungslandschaft in Deutschland haben wir natürlich sowieso aufgrund unserer eigenen Geschichte der Havemann-Gesellschaft natürlich die entsprechenden Kontakte nach Leipzig, nach Magdeburg, nach Hoheneck, Cottbus, Bautzen und so weiter. Das sind Leute, die dort arbeiten, die kennen wir schon seit Jahren, mit denen sind wir selbstverständlich in Kontakt und entsprechend arbeiten wir natürlich mit denen auch zusammen. Im Rahmen der Forschung, Deutschland hatte Anja gesagt, in Europa, zur Frage des Zukunftszentrums bezüglich diverser Doppelungen und Doppelstrukturen, das sehe ich nicht so. Das Zukunftszentrum selbst, das sagt schon der Name, weist in die Zukunft. Wir gehen, da steht der Blick sozusagen eher in den Vordergrund. Es geht um Politik und alltagsgeschichtliche Einordnung. Darum geht es bei uns erstmal nicht vordergründig, sondern wir reden von Opposition und Widerstand. Wir reden von Würdigung der Menschen, die sich gewagt haben, etwas, und zwar durchaus im vollen Bewusstsein, etwas zu tun und entsprechend zu handeln in einer Diktatur. Das ist das Entscheidende bei dem ganzen Forum. Darum geht es hauptsächlich. Zur Frage der AfD bezüglich der Geschichte, wie Geschichte dort erzählt wird, ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich kann etwas dazu sagen, wie ich es dann denke, verstehen zu sollen. Und zwar die AfD hat ja eine Kampagne gemacht, Wende 2.0, die Revolution vollenden und so weiter. Die Wahlkampagne, ich fand die sehr interessant, wollte sogar die Plakate haben, wurden mir mehrmals versprochen von der AfD, aber leider sind sie nie bei mir angekommen. Und genau darüber wollen wir auch in diesem Forum reden. Wie kann es denn, aus Ihrer Sicht kann ich mir das durchaus vorstellen, wie Sie das denken, aber ich meine das natürlich anders, nämlich jetzt aus meiner Sicht, und da meine ich das natürlich so, wie kann es denn sein, dass sich eine Partei anmaßt, überhaupt davon zu reden und das dann noch zu plakatieren, die Revolution vollenden. Also das ist mir tatsächlich ein Rätsel, da könnten wir dann tatsächlich drüber reden. Und das würde ich sehr interessant finden, inklusive der Wende 2.0. Zu dem Besuch im Solidarność-Zentrum in Danzig, da war ich neulich mit Herrn Uwe Neumärker und Wolfgang Templin und den Berliner Kultursenator Klaus Lederer.
Da ging es uns hauptsächlich darum, uns als Havemann-Gesellschaft ging es darum, erstmal die Kontakte natürlich zu pflegen. Andererseits hat Herr Templin, der hat schon in den 70er Jahren sehr viel in Polen gemacht. Der ist natürlich da sehr gut vernetzt. Mir ging es darum, dort die solidarischen Leute kennenzulernen, die dort aktiv sind, die immer noch aktiv sind, die auch teilweise, ich sage mir jetzt nicht gleich Widerstand, aber die durchaus Probleme haben in Polen mit der Regierung. Wir hatten dort diverse Treffen, auch auf Regierungs- und natürlich auch auf Stadtebene, also Danzig, die dann da von ihren Problemen erzählt haben, wie das in Polen derzeit läuft. Das sind wiederum Themen, die selbstverständlich auch in diesem Forum behandelt werden sollen. Wir können ja nicht nur von Revolution und Widerstand und Opposition reden, von den 1945 bis 1990, wenn wir dann quasi schlagartig 1990 Schluss machen. Wir müssen quasi eine Verbindung ziehen, natürlich heute zu Belarus, zum Iran, wo es um Freiheit geht, wo es um Menschenrechte geht. Dahin müssen wir kommen, dass wir da natürlich dann auch entsprechend dieses Forum ausgestalten und ausstatten. Dankeschön. Jetzt ist Herr Gürgen nicht mehr da, das ist schade. Aber was soll's. Zuerst zu zwei Punkten. Hier geht es um ein Projekt, wo es um Opposition und Widerstand gegen eine Diktatur geht. Das ist eine ganz andere Ebene als die politischen Auseinandersetzungen in einer Demokratie. Und das sollte auch nicht verwischt werden. Und bevor der Herr von der Linken geht, würde ich Ihnen noch zurufen, aus diesem Grund ist auch eine Integration in das Zukunftszentrum keine gute Idee. Das Zukunftszentrum beschäftigt sich mit dem Transformationsprozess in Deutschland und eventuell wird es jetzt seinen Blick auch in den osteuropäischen Raum ausweiten. Das ist richtig und vernünftig, dass man da gucken muss, wenn man diesen Prozess betrachtet, auf welcher Grundlage ist diese Entwicklung entstanden, ist auch vernünftig. Aber das ist ein Blick auf demokratische Gesellschaften, wie die sich entwickelt haben, welche Schwierigkeiten es gegeben hat, dabei und die dabei befasst werden. Wir gucken auf die Diktatur mit dem Forum Opposition und Widerstand und das ist ein anderes Projekt. Und da geht es um den gesamten Zeitraum von 45 bis 1990 und nicht um einzelne Rückblicke. Also das sollte man tatsächlich getrennt behandeln und nicht in einen Topf werfen. Das wollte ich zu dem Punkt sagen. Dann waren die nächsten Schritte angesprochen worden. Ja, was sollen die nächsten Schritte sein? Das sage ich ja erstmal, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir einen Beschluss des Bundestages und einen Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses, dass das Forum umgesetzt wird. Und dann kämen natürlich die Verfahrensfragen in den Blick, also die Investitionsplanung, wie soll die ablaufen? Welches sind die Schritte, die da gegangen werden müssen? Welche neuen Strukturen für so ein Großprojekt mussten bei der Robert-Havemann-Gesellschaft angesiedelt werden, damit die ersten Entwicklungsschritte gegangen werden können? Und da sage ich jetzt aus meiner Rolle heraus, müssen Sie wissen, dass die Berliner Finanzierung, die Landesfinanzierung über meinen Haushalt läuft. Und deshalb bin ich da sehr interessiert an einer Abstimmung mit dem Bund, welche Überlegungen es dazu gibt. Das hätte ich gerne Herrn Gürgen mitgegeben. Und dass es da aus meiner Sicht notwendig ist, dass man da schnell zusammenkommt und die nächsten Schritte überlegt, was auf den jeweiligen Ebenen da passieren muss. Weil in Berlin steht der nächste Doppelhaushalt an, 2024/25. Und da muss ich im Laufe des November oder Anfang Dezember die entsprechenden Anmeldungen machen. Ansonsten, alle, die schon da waren auf dem Gelände, die wissen, dass das dort in Lichtenberg eine komplizierte Lage ist.
Es ist immer gut gewesen, sich da ein Bild vor Ort zu machen. Deshalb möchte ich hier an alle Abgeordneten meine Einladung aussprechen, die noch nicht da waren. Kommen Sie in das Gelände, nehmen Sie sich 2 Stunden Zeit, bitte. Und dann, damit ich Ihnen die ein bisschen was zu der Geschichte, aber vor allen Dingen zu der aktuellen Situation in dem Gelände erklären kann und auch die Perspektiven darlegen kann, weil dazu würde jetzt hier auch die Zeit fehlen, das auszuführen. Dann war noch die Frage nach dem, nach den Aufgaben meines Hauses. Die 3 Hauptsäulen sind die politische Bildung, die Projektförderung und die Opferberatung. Die Projektförderung, da hatte ich gerade erwähnt, ist auch die Robert-Havemann-Gesellschaft mit integriert. Was die Beratungsfragen betrifft, dann findet die Opferberatung zum Teil in meiner Behörde statt. Zum Teil fördern wir auch Beratungsprojekte im Land Berlin. Zu diesem ganzen Sachverhalt haben wir gerade eine Studie erstellt, die würde ich Ihnen schicken. Das sind 150 Seiten stark. Auch das jetzt weiter auszuführen, würde hier den Rahmen sprengen. Aber das würde ich Ihnen gerne übermitteln. Und wenn Sie dann Fragen haben, will ich die natürlich auch gerne beantworten. Und zum Schluss ist eben auch eine wichtige Aufgabe meines Hauses, jedenfalls sehe ich das so, die Entwicklung der historischen Orte, die mit der SED-Geschichte zu tun haben, mit der DDR. Und da ist es in erster Linie das Polizeigefängnis in der Keibelstraße und eben das Gelände der Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg. Danke. Vielen Dank. Das ist ja in der Tat ein komplexer Standort, wo ganz viel sozusagen neu gestaltet wird gerade, ja, und ganz viele Entscheidungen anstehen, ausgehend von dem Thema Überführung Stasi-Unterlagenarchiv ins Bundesarchiv. Das ist sicherlich der erste große zentrale Komplex. Und damit korrespondieren aber auch alle anderen Ideen, wie das Zentrum Opposition und Widerstand dort mit auf dem Gelände anzusiedeln. Wie kriegt man das alles zusammen? Das wird, glaube ich, noch mehrerer Gespräche bedürfen. Es ist gut, wie Berlin sich inzwischen dort auch positioniert, die auch selber ja aktiv geworden sind und das auch mit, auch das Land hilft ja mit, die Gebäude zu erwerben und das zu entwickeln. Das Beratungsgremium für das Bundesarchiv wird im Dezember auf den Standort gehen, weil dort auch nicht alle das kennen. Wir haben bisher immer bloß sozusagen vom grünen Tisch aus agiert, aber nicht alle, die im Beratungsgremium sind, kennen so gut wie ich, den Standort so gut wie ich und sind so oft da gewesen. Deshalb wollen wir uns dort auch vor Ort einen Einblick einen Überblick machen. Ich werde mal gucken, in wie man die anderen Themen dann, wer alles kommt und wie man das mit dazu sortieren kann, dass wenn die einmal da sind, man das gemeinsam bespricht. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und ansonsten hätte Herr Gürgen, glaube ich, auch nicht weiterhelfen können, lieber Tom, weil da, bisher gibt es ja nur die Machbarkeitsstudie. Das heißt, das, was dieser Ausschuss machen kann, ist in einer nächsten Sitzung sich noch mal dazu verständigen, ob er das als gutes Projekt findet, das mit unterstützt und das auch dem BKM mitteilen. Und alles andere wird ein Thema der nächsten Haushalte sein. Also das glaube ich jedenfalls, dass das das Verfahren sein wird, weil ja da keine, also es ist ja keine Vorsorge im Haushalt eingestellt, sondern es gibt bisher ja nur die Konzeption. Das heißt, sowohl wir müssen uns als Politikerinnen verhalten, als auch BKM muss sich verhalten. Aber ich glaube, das, was man heute aus dem Ausschuss mitnehmen konnte, ist eine durchaus nicht nur angenehme, sondern auch eine positive Unterstützung und die Notwendigkeit dessen, was vorgestellt worden ist. Dann sage ich an der Stelle Dankeschön. 5 Minuten haben wir noch rausgeschlagen. Einige sind schon weg, weil sie reden müssen. Und wir haben halt die Verpflichtung, jetzt im Plenum zu sein, sodass ich an der Stelle, schließen müssen wir nichts mehr für heute, den Ausschuss schließen kann. Und danke sage an sowohl unsere Gäste als auch an die Parlamentarierinnen, die dabei bleiben konnten bis zum Ende. Vielen Dank.